Verurteilung. Wie lebt man weiter, wenn es die Familie ist, die eigene, die von einer solchen Katastrophe betroffen ist? Das frage ich heute Abend unter anderem Sebastian Paulus. Er ist der Sohn des Täters und damit aber auch der Sohn des Opfers. Mord in der Familie, wie kommen solche Taten zustande? Kann man sie irgendwie verhindern? Vor allem, wie lebt man aber danach weiter? Das ist heute unser Thema. Meine Gäste sind danach noch Nicole Dill, ihr Lebensgefährte. Versuchte sie umzubringen. Erst danach erfuhr sie, er hatte schon einmal eine Frau getötet. Christine Kibier, ihr Schwiegersohn, tötete ihre Tochter, beide Enkelkinder und dann sich selbst. Christian Renner, im Wahn brachte seine Frau den gemeinsamen 8-jährigen Sohn um. Experten heute sind Justine Glatz-Otschik, Kriminalpsychologin. Sie hat sich auf Fälle der schweren Gewalt in der Familie spezialisiert. Und Peter Schnieders ist bei uns, ehemals Leiter der Mordkommission hier im Bonner Raum. Die meisten Tötungsdelikte, das wissen die Experten, passieren tatsächlich in der Familie, in Beziehungen. Aber dass ein Täter danach so kaltblütig lügt und das vor einer großen Öffentlichkeit, das hat doch viele überrascht. Der Mann, den Sie gleich sehen werden, hat, das weiß man jetzt, seine Frau getötet. Das aber ist die Geschichte, die er dazu im Fernsehen erzählt. Weit. Herr Paulus, Sie waren 18 Jahre alt, wohnten noch zu Hause, als dieses passierte. Wann haben Sie Ihre Mutter das letzte Mal gesehen und wie war sie da drauf? Am 13. Februar abends, wo ich zu Bett gegangen bin. Aber da war sie ganz normal drauf. Also irgendwie, haben Sie einen Streit gehört der Eltern? Etwas, eine laute Auseinandersetzung? Überhaupt nichts. Wie haben Sie denn erfahren, dass sie verschwunden ist? Ich war in der Schule und hat mein Vater mich angerufen und hat dann gesagt, ruf deine Schwester an, wir müssen uns bei McDonald's treffen. Mhm. Ich muss euch was sagen. Und dann sind wir zu McDonald's hin und hat da gesagt, ich habe mich mit eurer Mutter gestritten und sie wäre einfach abgehauen. Sie ist einfach abgehauen. Passte das zu ihrer Mutter, so wie Sie sie kannten? Eigentlich nicht. Sie war für uns Kinder immer da. Also sie hätte uns jetzt nicht einfach so im Stich gelassen. Wir haben auch da noch gedacht, dass sie dann irgendwann wiederkommt. Oder sie kommt zur Schule, erklärt uns irgendwas oder ruft uns an, aber es kam gar nichts. Sie haben sie nie wieder gesehen? Nein. Aber ihr Vater sagt, er hätte sie noch mal gesehen. Ja. Wie das? Also sie wäre wohl, nach 2, 3 Tagen wäre sie wohl wieder aufgetaucht zu Hause mit 2 Männern, die ihr geholfen hätten, mit den restlichen Sachen zu packen. Und wäre dann mit einem weißen Lieferwagen einfach wieder abgehauen. Die Mutter, die einfach so geht, ohne sich auch von den Kindern zu verabschieden, haben Sie dieses sofort glauben können, wenn es der Vater sagt? Oder mussten Sie das glauben? Erstmal habe ich geglaubt, erstmal. Weil warum sollte man seinem Vater nicht glauben? War immer glaubwürdig, also glaubt man dem Vater. Das heißt aber, Sie müssen doch über diese Mutter dann in diesem Moment gedacht haben, warum macht sie das? Warum tut sie mir das an? Was war ihre... Klar, erstmal denkt man, ja, warum lässt die Mutter jetzt einen Stich? Erst war sie die ganze Zeit da und auf einmal ist dann so eine Art Vertrauensbruch. So, eine Bezugsperson ist weniger. Weil sie war ja auch immer da, weil mein Vater musste ja immer oft arbeiten, Gastronomie. Mhm. Hatten wir eher was mit der Mutter zu tun und als er mit dem Vater. Also war es eine Enttäuschung eher als eine Angst, die Sie hatten um die Mutter in dem Moment? Erst Enttäuschung, Angst eigentlich nicht. Mhm. Gar keine Angst. Wenn die sich dann gar nicht meldet an Geburtstagen, an Weihnachten, das vergeht dann ein Jahr, wann kommt so das Gefühl, das kann so nicht sein, das kann nicht stimmen? So nach dem ersten Weihnachten, wenn man dann nur mit dem Vater da sitzt und man denkt, ja, da fehlt noch eine Person oder an den Geburtstagen bei mir und bei meiner Schwester, wenn dann die Mutter nicht anruft, dann denkt man, ja, die Mutter hat uns Kinder dann vergessen. Wie war denn Ihr Vater in dieser Zeit dann drauf? War der denn auch wütend, war der enttäuscht oder wie hat er das genommen? Mein Vater war nicht ganz normal, also man hat dem niemals was angemerkt, dass da irgendwas sein könnte. Also er war gelassen? Gelassen, ruhig, wie sonst auch immer. Hat dann irgendwann mal auch, glaube ich, eine neue Freundin gefunden? Ja, das waren 3 Monate später danach, hatte er seine erste Freundin. Sehr schnell. Wie lange waren die Eltern verheiratet vorher? 20 Jahre. 20 Jahre? Wie würden Sie die Beziehung beschreiben zwischen Ihren Eltern? So, was man so mitbekommt eben als... Nett, liebevoll, eigentlich ganz normal. Klar gibt es da mal in der Ehe Streitigkeiten oder sonstiges, aber das gehört dazu. Gab es Geldsorgen? Gab es irgendwelche Themen, über die die Eltern gestritten haben, richtig? Vor uns Kinder nicht, das haben wir jetzt nach und nach rausgekriegt, was überhaupt wirklich alles abgelaufen ist. Und was ist alles abgelaufen? Geldsorgen, dann immer dieser ganze Streit. Und, aber ich denke mal, unsere Eltern wollten uns schützen, so dass die Kinder nichts mitkriegen. So eine heile Welt vorspielen. Sie, das sind Sie und Ihre Schwester. Die Schwester ist jünger. Hat die das auch so leicht weggesteckt, dass die Mutter dann irgendwie weg ist wie der Vater? Na, sie hat etwas mehr mitgenommen. Weil meine Mutter war immer mit meiner Schwester unterwegs und einkaufen und dies und das, was halt die Mutter mit ihrer Tochter macht. Sie ist auch die treibende Kraft gewesen, tatsächlich einer Suche. Die haben nicht locker gelassen. Also Sie, glaube ich, und die Tanten haben immer wieder dann darauf insistiert. Der Vater aber hat doch gesagt, er hätte eine Vermisstenanzeige aufgeben wollen bei der Polizei. Er hat sogar eine aufgegeben, ist zur Polizei hingefahren, aber die Polizei hat gesagt, die Frau wäre alt genug und sie könnte entscheiden, wo sie hingehen möchte. Hat keine Vermisstenanzeige aufgenommen? Beim ersten Mal nicht dann?
Beim zweiten Mal dann, wo dann auch die Tanten mit dabei waren bei der Polizei, haben die dann was gemacht? Es wurde danach auch nichts aufgenommen. Es wurde erst was aufgenommen, wo RTL jedes Mal hingefahren ist. Mhm. Haben Sie mit Ihrem Vater dann, Sie haben ja auch einen Bruch gehabt, sind ausgezogen, war das ein richtiger Streit? Gibt es einen Anlass dafür? Ich musste gehen. Also ich habe früher in den jungen Jahren, was man da so macht, viel feiern, Partys mit den Freunden. Und dann haben wir von diesem Weinregal haben wir Wein genommen. Und zwei Wochen später kam ich dann nach Hause und habe meine Taschen gepackt. Und dann musste ich auch sofort das Haus verlassen. Mhm. Also das heißt, Ihr Vater hat Sie eigentlich rausgeschmissen dann? Ja. Der Kontakt war danach nicht mehr so eng. Wie haben Sie denn das Weitere verfolgt, also die Suche, die dann auch angelaufen war? Wir waren einmal bei meiner Schwester zu Hause, wo sie neu geheiratet hatte. Und da war dann die Julia Leischik da, diese Vermisstsendung. Mhm. Aber die haben nichts gefunden und dann wurde das auch erstmal wieder eingestellt. Mhm. Und dann wurde das dann zu RTL Punkt 12 und den ganzen Nachrichten senden, dass dann halt meine Mutter gesucht wird. Bei Aktenzeichen XY war dann das auch ein Fall. Da wurde dann schon gesagt, die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Und Ihr Vater hatte da auch etwas ausgesagt. Nämlich er hatte beschrieben, wie diese Männer ausgesehen haben, die angeblich eben mit ihrer Mutter noch mal da gewesen sind. Warum hat sie das stutzig gemacht? Mein Vater konnte uns nie richtig beschreiben, wie die Männer ausgesehen haben. Er hat immer gesagt, er weiß es nicht mehr genau, er kann sich nicht mehr daran erinnern. Und dann, wenn man die Sendung sieht und dann hört man vom Kripo-Beamten, der Mann beschreibt die Männer wie folgt, dann ist das merkwürdig. Ja, das heißt also, er hat da mehr gesagt, als er Ihnen gesagt hat. Und dann haben Sie gedacht, irgendwie kann nicht stimmen? Irgendwas kann nicht stimmen. Haben Sie in dieser ganzen Zeit, es sind ja dann doch ein paar Jahre, irgendwann mal einen Verdacht gehabt, dass der Ihren Vater betraf? Den Verdacht hatte ich. Ich bin nach meinem Auszug bin ich nach Köln. Mhm. Und habe dann da neue Arbeit gesucht und habe dann eine Frau kennengelernt und habe mit ihr darüber geredet, dass da irgendwas nicht stimmen kann, weil meine Mutter immer zu uns Kindern immer sehr zugezogen war. Mhm. Und dann ist sie dann, habe ich dann gesagt, dass ich den Verdacht hätte, mein Vater hätte sie im Garten verbuddelt, dass da irgendwas nicht stimmt. Haben Sie das nur so dahin gesagt? Ich meine, weil das ist ja als Verdacht schon hart, nein? Ja, das ist so eine Mischung aus Wut auf meinen Vater gewesen, weil er mich rausgeschmissen hat. Und für mich gab es da keinen richtigen Grund. Mhm. Und dann ist meine Ex-Freundin dann dahin gefahren. Dann ist aber gab es einen Hintergrund für diese, also mein Vater hat die verbuddelt im Garten? Eigentlich nicht, das war so, also jetzt erstmal so dahergesagt, so ein Verdacht, weil okay. Meine Mutter war immer von uns da, also habe ich mir niemals denken können, warum ist sie jetzt auf einmal weg. Mhm. Und dann ist meine Ex-Freundin dann mit meiner Schwester zusammen zu meinem Vater gefahren und dann haben sie darüber geredet und dann meint sie, hör mal, dein Sohn sagt, du hast sie im Garten verbuddelt. Sie ist zu ihrem Vater hingegangen, genau. Hat gesagt, wie hat er darauf reagiert? Wo sie da war, erstmal geschockt, ne? So die Freundin von meinem Sohn und was ist denn jetzt? Und dann hat sie ihn darauf angesprochen und seine Antwort war nur, er hat eine blühende Fantasie. Das hat sie dann auch so hingenommen, kam wieder zu ihm zurück und sagte, ist nichts dran? Ja, sie hat dann gesagt, ich würde spinnen und da mein Vater gesagt hat, ich habe eine blühende Fantasie, hat sie das dann auch noch geglaubt. Irgendwann mal ist es aber dann doch so weit, dass nach 5 Jahren die Polizei mit dem Bagger und mit Spürhunden im Garten steht. Was ist passiert, dass dann doch dieser Schritt kam? Wissen Sie das? Der Auslöser war meine Schwester. Mhm. Weil die hat dann meinen Vater darauf angesprochen, hat gesagt, Papa, ich kann ja nicht mehr glauben, du lügst mich an, du sagst der Kripo, wie die Männer aussehen und mein Bruder konnte es nicht sagen. Mhm. Und dann ist sie dann zu ihrer Freundin, der Vater ist Polizist und war dann da Tränen aufgelöst dort, hat das ihm erzählt und er ist dann zu den Kripo-Beamten hin und daraufhin haben die dann Durchsuchungen durchgeführt. Die sind da hingegangen und gesagt, wir graben jetzt ihren ganzen Garten. Und daraufhin hat Ihr Vater dann gesagt, was passiert ist. Was haben Sie dann erfahren über diesen Tag, an dem Ihre Mutter verschwunden ist? Was ist passiert? Wie meinst du das? Wie ist das, was ist wirklich passiert? Also, wo die Polizei da war? Ja. Also die sind da aufmarschiert mit den zwei Suchhunden, dem Bagger. Und haben meinen Vater von der Arbeit abgeholt. Mhm. Und haben die auf meinen Vater eingeredet, dass er doch bitte jetzt sagen solle, was los ist. Und nach 10 Minuten, nachdem die Kripo dann angefangen hat, das Haus zu durchsuchen, ist er dann mit dem Kripo-Beamten wortlos in den Keller und hat dann auf das Weinregal gezeigt, wo meine Mutter liegt. Das haben wir ja gesehen. Dann wird er tatsächlich abgeführt. Er kommt in Haft, in Untersuchungshaft erst einmal. Sie hatten zu der Zeit ja wenig Kontakt mit ihm. Er hat Ihnen einen Brief geschrieben aus dieser Haft. Ja. Was steht da drin oder was stand da drin? Dass es ihm leid tut, was er mir und meiner Schwester damit angetan hat. Mhm. Und dass er sehr erleichtert war, wo das rausgekommen ist, weil er nicht mehr mit dieser Last leben wollte. Er war erleichtert, schreibt er. Ja. Wie ging es Ihnen, als Sie den Brief gelesen haben? Ich war erst mal schockiert. Man macht den Briefkasten auf und dann sieht man vorne auf dem Brief JVA Ossendorf. Und dann ist man geschockt erst mal. Kein Kontakt und dann kommt doch auf einmal ein Brief. Haben Sie denn das übereinander gebracht, so das, was Ihr Vater getan hat und der Mann, den Sie kannten als Ihr Vater? Ja, nicht. Ich war geschockt, weil ich nicht wusste, wer dieser Mann dann wirklich ist. Was man alles erfährt, dass er schon mal vorbestraft war, was man als Kind niemals erfahren hätte. Mhm. Das heißt, das Bild, das Sie von Ihrem Vater hatten, hat sich komplett geändert? Ja, um 180 Grad. Haben Sie denn auf diesen Brief jetzt geantwortet? Nein. Noch nicht?
Der Richter hat, glaube ich, in der Verhandlung eine Frage gestellt an Sie und Ihre Schwester, ob das jetzt besser so ist, dass Sie wissen, was passiert ist, oder ob Sie lieber im Ungewissen geblieben wären. Wie war Ihre Antwort? Lieber das Gewissen, was wirklich passiert ist. Also lieber die Gewissheit als das Ungewissen. Frau Glatz-Oczek, das ist ein Mann, der eben doch ein sehr lang gut funktionierendes Lügengebäude aufgebaut hat. Er hat seine eigenen Kinder davon überzeugt, er hat aber auch eben die Polizei davon überzeugt. Wofür spricht das? Ist das eine bestimmte Art von Kaltblütigkeit oder ist das Verzweiflung? Was kann... Es könnte beides sein. Mhm. Also Fälle wie jener, den Sie erzählt haben, wie der Ihres Vaters, das sehen wir immer wieder, dass Frauen verschwinden, Partnerinnen verschwinden aus dem heiteren Himmel heraus. Keiner kann sich das erklären. Möglicherweise wird darum auch wirklich ein sehr gelungenes Lügengebäude gebaut, das auch gar keinen Verdacht erlaubt. Da würde etwas nicht stimmen. Sehr spannend finde ich allerdings das, was Sie berichtet haben, dass Sie und Ihre Schwester auch ein intuitives Gefühl hatten, Mensch, da stimmt etwas nicht. Mhm. Und das ist etwas, was wir in diesen Fällen immer wieder sehen, dass Angehörige sagen, so kann das aber nicht sein. Allerdings fehlt der Beleg. Wenn es mein Vater wäre, dann würde ich ja auch Angst haben vor einer Wahrheit, die ein Bauchgefühl ist. Dann, das ist ja nicht so, wie man sucht einen fremden Täter, sondern wenn es die eigene Familie betrifft, will man da ja vielleicht auch gar nicht so nah dran. Ja, und deswegen ist auch dieses intuitive Empfinden so bedeutend, weil normalerweise hat man das Gefühl bei seinen nahestehenden Personen nicht. Mhm. Wie gesagt, es gibt verschiedene Dynamiken, die wir bei solchen Tötungsdelikten sehen. Und eine davon ist die, dass tatsächlich nach der Tat die Täter scheinbar unauffällig sind. Scheinbar vielleicht auch gleichgültig sind. Und sich sehr schnell ein neues Leben aufbauen können. Mhm. Und so scheint es den Anschein zu haben, gar nicht betroffen sind von dem, was widerfahren ist. Aber er hat sie ja getötet. Was haben Sie denn aus der Verhandlung dann erfahren, was an diesem Morgen passiert ist? War das ein Streit, war das ein Affekt? Was ist genau vorgefallen zwischen Ihrem Vater und Ihrer Mutter? Also es war morgens wohl ein Streit. Die waren wohl beide im Badezimmer und dann ist meine Mutter aus der Dusche gekommen, hätte dann wohl wieder rumgenörgelt, wie mein Vater das wohl so gesagt hat. Und dann hat meine Mutter ihm so von hinten leichten Schubs gegeben, weil er nicht reagiert hat. Und dann hat er sich umgedreht, hat dann zurückgeschubst. Mhm. Und dann ist sie mit dem Kopf gegen die Badewannekante geknallt und... hatte dann eine Platzwunde hinten, hat dann gesehen, dass sie geblutet hat und ist dann auf meinen Vater los und hat dann an den Arm geschüttelt. Mhm. Was soll das? Und hätte dann wieder weiter rumgeschrien und dann hat mein Vater die Arme runtergerissen und hat dann zugedrückt und dann sind die beide zu Boden gefallen. Und er hat sie dabei erwürgt. Das ist die Todesursache dann tatsächlich, dass er sie... Also ist es eine Mischung eben aus... Was ist das dann? Es ist ja dann kein Mord tatsächlich in diesem Fall, sondern ein Totschlag. Ja, juristisch könnte das dann so definiert sein. Ich finde es immer sehr spannend, was ist denn im Vorfeld passiert. Denn auf so eine Idee, so eine Tat zu begehen, kommt man in der Regel nicht von jetzt auf gleich. Ja. Also es gibt bestimmte Dynamiken tatsächlich, da entlädt sich die Aggression, die Gewalt fast eruptiv. Da würden wir von einer Katatymendynamik sprechen. Allerdings sehen wir häufiger, dass konkrete Vorzeichen da gewesen sind. Mhm. Bestimmte Straftaten, bestimmte Ideen. Beziehungsweise der Täter muss sich ja irgendwie mit diesem Delikt als Option auseinandergesetzt haben. Denn die Frau, die verletzt am Boden liegt, dann auch noch einmal zu erwürgen, das ist etwas, zu dem sind die allermeisten Menschen nicht bereit. Das ist die Liebe, die vorher da war, die dann umschlägt auch. Spielt das eine Rolle bei diesen Beziehungstaten tatsächlich, dass man da einen größeren Hass entwickelt, wenn man hasst? Oder stärkere Verletzungen erleben kann. Also unsere Familie, das sind die Personen, die uns am nächsten sind, nicht wahr? Über diese definieren wir uns. Unser Selbstwertgefühl wird durch uns nahestehende Personen bestimmt, wie diese uns sehen und so weiter. Und wenn wenig Alternativen vorhanden sind, beziehungsweise die Wertschätzung unseres Partners das Wichtigste ist, was wir brauchen, um uns selbst zu stabilisieren, kann es eine sehr tiefe Wunde reißen, wenn plötzlich Kritik, Streit oder vielleicht eine Trennungsabsicht im Raum stehen. Herr Schnides, wie häufig kommt Ihnen das unter, dass ein Täter zwar lügt, aber dann eben fortgesetzt und dann so dann auch von einer großen Öffentlichkeit das so lange durchhält? Habe ich häufiger erlebt. Für mich ist das ein absoluter Verdrängungsmechanismus, den die Leute entwickeln. Die begehen eine Tat und sind auch in der Lage, die Tat zu bagatellisieren und wirklich zu verdrängen. Man führt dann danach ein wirklich ganz normales Leben. Ob das im Inneren immer so aussieht, ist eine ganz andere Frage. Aber nach außen sind diese Leute in der Lage, ein ganz normales Leben zu führen. Ich habe das dienstlich häufiger erlebt, dass auch ein junger Mann mal seine Nachbarin getötet hat und die Tochter der Nachbarin. Und danach
heute zum Beispiel nach Verbüßen seiner Strafe ein völlig normales Leben führt. Und wenn man ihn anspricht und sagt, rede mit mir mal über deine früheren Taten, dann sagt er, nee, für mich ist das erledigt, ich habe das weggepackt und ich möchte davon nichts mehr hören. Die Polizei ist ja eigentlich dann aufgerufen, tatsächlich in solchen Fällen genauer hinzugucken. Wir haben um eine Stellungnahme hier auch gebeten der Kollegen, die sagen, na ja gut, im Mai 2010 kommt eben ein Ehemann auf die Wache, sagt, die Frau ist verschwunden. Wir haben keine Vermisstenanzeige aufgenommen, weil das plausibel war, was er erklärte. Februar 2011. Der Mann kommt wieder, diesmal in Begleitung mit Angehörigen, auf eine andere Polizeiwache. Auch zu diesem Zeitpunkt gilt es eben für die eingesetzten Beamten kein Hinweis auf eine Gefährdung, keine Fahndung. Erst im Dezember 2012 kommt eine Medienanfrage. Entschuldigen Sie, wenn man da so ein bisschen innerlich denkt, na ja klar, in dem Moment, wo die Medien kommen, werden die offensichtlich wach. Daraufhin tatsächlich Vermisstenanzeige aufgenommen und angefangen mit Fahndungsmaßnahmen. Man stellt dann auch fest, das kommt dann später allerdings, dass es einfach keine Kontenbewegung gab. Es gab das Handy der Dame war noch dann zu Hause geblieben. Es gab überhaupt gar keine Anmeldung in einer anderen Stadt. Also lauter Dinge, die man natürlich auch viel früher hätte feststellen können. Die Kollegen schreiben dann am Ende, ja nach dem Wissensstand von heute wäre es ja gut gewesen, an einem früheren Zeitpunkt die vermissten Sachbearbeitung aufzunehmen. Das ist aber doch ein ganz klarer Fehler in diesem Fall. Klar, kann ich nachvollziehen. Die Kritik ist absolut berechtigt. Es ist immer schwierig, wenn erwachsene Menschen verschwinden. Ja? Ein erwachsener Mensch, der, sag ich mal, keinerlei Krankheiten unterliegt, ja, der nicht debil ist, der kann sein Leben selber bestimmen. Die Mutter konnte das auch, theoretisch. Ja? Das heißt, ich kann im Prinzip als Erwachsener machen, was ich will. Wenn dann ein Angehöriger zur Polizei geht und sagt, meine Mutter ist weg oder mein Vater oder mein Bruder ist weg, dann gibt es natürlich erstmal die Frage, wie alt und gibt es Anzeichen dafür, dass er sich selber vielleicht umgebracht hat oder aber von einem Fremden umgebracht worden ist. Gibt es die nicht, wird es schwierig. Die Polizei wartet zunächst erstmal etwas zu und sagt, die meisten vermissten Fälle, fast zu 90% oder 95% erledigen sich innerhalb der ersten 3 Tage. Ja. Dann sind die Leute wieder zurück. Ja. Ist das nicht der Fall? Dann denke ich mal, hat man hier sicherlich gewisse Dinge nicht gemacht. Im zweiten Anlauf nach einem Jahr hätte dann erst recht. So, da gibt es bestimmte Mechanismen. Im dritten Jahr kommen dann die Medien, die bei der Polizei ablaufen. Das heißt also, es gibt bestimmte Dinge, die man überprüfen muss. Dazu gehört zum Beispiel, haben Sie eben gesagt, die Kontobewegung. Keine Kontobewegung. Das Handy ist irgendwo eingeloggt oder auch nicht. Man kann es heute orten. Es war zu Hause geblieben. Es sind Dinge, die man also klären kann. Und das hat man offensichtlich nicht getan. Und das ist sicherlich kritikwürdig. Absolut. 8 Jahre ist die Strafe, die verhängt worden ist. Finden Sie das angemessen? Nein, finde ich nicht angemessen. Da kann man natürlich lange darüber diskutieren. Wir müssen mit der Justiz, die wir haben, leben, leider. Ja. Ich finde es nicht angemessen. Man kann darüber diskutieren, wie wertet man das juristisch? Ist das jetzt ein Mord oder ist das ein Totschlag? Auch in dem Fall, den ich eben geschildert habe, wo der junge Mann die beiden Frauen getötet hat, war eine Strafe von 12 Jahren ausgesprochen worden, die nach 8 Jahren verbüßt war. Das ist für mich nicht real. Tut mir leid. Und trotzdem, Herr Paulus, ist das ja Ihr Vater. 8 Jahre Strafe. Ich werde Sie nicht fragen, wie angemessen Sie das finden, aber was mich wirklich bewegt, ist die Frage, wie findet man sein Verhältnis wieder? Das ist einerseits der Vater und andererseits eben doch auch derjenige, der die Mutter getötet hat. Ich stelle mir das fast unmöglich vor. Ist auch unmöglich. Ist auch schwer, jetzt so drüber nachzudenken oder zu verarbeiten, weil so gesehen hat man dann gar keinen Elternteil mehr. Mhm. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, irgendwann, wenn das die Zeit jetzt irgendwann zulässt, wenn man das weiter gut verarbeitet hat, mal hinzufahren, ihn zu besuchen und dann die Fragen, die zum Beispiel jetzt nicht im Gericht beantwortet hätten werden können, ihm zu stellen. Wir gehen einen Schritt weiter. Wenn man schon sagt, dass für die Frauen die Familie oder die Ehe der gefährlichste Ort ist, gibt es sogar noch darin einen gefährlichsten Zeitpunkt, nämlich dann, wenn man sich trennt von einem Mann. Das ist im Kern das, was uns Frau Dill, wie haben Sie diesen Mann kennengelernt? Ja, es war ein wunderschöner Herbsttag. Ich kam soeben zurück aus einer Asienreise und wollte einfach einen gemütlichen Spaziergang am See bei uns in Luzern machen, die letzten Sonnenstrahlen genießen und setzte mich gemütlich in ein Café am See. Wollte einen Kaffee genießen. Haben Sie auch? Habe ich auch, ja. Und als ich ihn bezahlen wollte, sagte mir dann die Frau, die Serviertochter, ja, der Kaffee sei bezahlt. Meine Eltern, die haben mir gelernt, höflich zu sein. Ja. Das heißt, ich wollte mich natürlich bedanken fürs Kaffee. Und mein zukünftiger Mörder hat mich dann sofort in ein Gespräch verwickelt. Er war charmant, gut aussehend, höflich, gepflegt. Ja, und so haben wir uns dann kennengelernt und
hatten dann nette Gespräche. Ich habe ihn kennengelernt. Wie gut haben Sie ihn kennengelernt? Also wenn die ja. gerade so am Anfang einer solchen Beziehung erzählt man sich doch viel über ja, sich. Richtig. Wo komme ich her? Wer sind meine Eltern? Wer war vorher mit mir zusammen genau. oder so etwas? Also am Abend dann, wo wir uns getrennt hatten nach diesem Spaziergang, wusste ich, er war Milchtechnologe. Mhm. Er hatte ein Kind, war geschieden, hatte keinen Kontakt zur Ex-Frau und zum Kind, hat ein normales Leben geführt. Stimmte das denn alles? Nee. Also es stellte sich dann im Nachhinein heraus, dann, dass das halt eben alles gelogen war. Aber das sieht man vermutlich am Anfang eben nicht, wenn man auch dann verliebt ist. Weiß ich nicht, am Anfang ist doch alles also immer... Eben schon von der äußeren Erscheinung her gab es überhaupt gar keine Indizien dafür, dass er mal ein Mörder war oder ein Mörder ist. Dann ist es so, man ist ja in so einer Verliebtheitphase, oder? Man schwebt auf Wolke 7, sieht Elefanten rosarot. Genau. Und irgendwann betrachtet man ja dann das Ganze mit einer anderen Brille. Und das hat sich dann wirklich auch so eingestellt, ungefähr nach 3-4 Monaten nach unserer Beziehung. Es gab immer wieder solche Situationen, wo halt auffällig waren. Also für mich nicht normal in einer Beziehung. Inwiefern? Das waren so Kleinigkeiten, wie er stellte mir nach. Also überwachte sie oder überprüfte sie? Ja, er überprüfte mich, stellte mir nach. Oder da war mal ein Skiwochenende mit meinen Arbeitskolleginnen und er terrorisierte mich die ganze Nacht mit dem Telefon. Weil er nicht wollte, dass sie ohne ihn fahren? Ja, es war schon 2 Wochen vorher ein Thema, ein tagtägliches Thema. Und da spürte ich schon, es ist für ihn ein Problem. Aber Eifersucht, also hauptsächlich kann man nicht sagen, gut, das ist jetzt ein Mann, der ist halt sehr eifersüchtig? Doch, also es hat schon was mit Eifersucht zu tun. Daneben gab es dann immer wieder solche Kleinigkeiten, wenn ich mal mit einer Freundin was essen ging, dann hat er mich auch mit dem Telefon terrorisiert den ganzen Abend. Wie hat er denn reagiert, wenn man gesagt hat, du lass das, ich mag das nicht? Ja, wir haben darüber diskutiert, er hat es auch eingesehen, aber das hielt eben dann nicht lange an. Dann kam dann wieder der Rückfall, oder? Und ja, es gab dann immer wieder solche kleinen Zwischenfälle. Im Ergebnis so, dass Sie sich irgendwann mal gedacht haben, das ist eigentlich nicht der Mann, mit dem ich zusammenbleiben möchte? Ja, also wer wünscht sich das schon, wenn man so kontrolliert wird und man spürt, dass irgendetwas eben, dass dieses Bauchgefühl, wo einem dann vermittelt, da stimmt irgendetwas nicht. Aber er war nicht aggressiv zu Ihnen? Nee, absolut nicht. Also dieser Bereich Gewalt innerhalb der eigenen vier Wände überhaupt nicht? Nee, er war ja eigentlich von der Person her ein Mann, den man sich als Frau wünschen würde, also zärtlich, einfühlsam, ja. Nur halt eben auf der Seite komplett anders. Ja, das wurde ja dann nachher in einem forensischen Gutachten dann... Sie ist aber ja trotzdem schon so eine Art Stalking. Ne? Stalking, ja. Also wir kommen dann später noch zu diesem Thema. Aber die Frage, also wenn man sagt, das ist nicht so der Mann, den ich mir vorstelle, der erste Trennungsgedanke, wann kam denn der? Gab es da einen Auslöser dafür? Ja, also eben, da war ja immer wieder diese Eskalationen, die sich dann häuften. Und der Zeitraum war dann auch immer kürzer. Und ausschlaggebend war dann im August, als ich bei einer Freundin in Zürich war. Und am anderen Tag ich mein Auto vorfahren, total demoliert. Aber Sie wissen nicht, dass er es oder ob er es gewesen ist? Also mein Bauchgefühl signalisierte mir sofort, dass er es war. Und ich hatte dann auch eine Anzeige gemacht bei der Zürcher Kantonspolizei gegen Unbekannt. Aber ich hatte dem Polizisten mitgeteilt, dass ich befürchte, dass es mein Partner sei. Wie hat der Polizist oder wie hat die Polizei reagiert in dem Moment? Ja, also der Polizist hat dann gesagt, er werde das auch weiterleiten. Und zwar muss ich da noch ein bisschen vorgreifen. Ich hatte ja zuvor noch Kontakt mit dem Polizeiposten. Das heißt, aufgrund dessen, weil ich ja eben die Beziehung beenden wollte, habe ich mich mit dem Hausarzt in Verbindung gesetzt. Der machte eine Therapie, dieser Mann. Das hat er Ihnen erzählt und Sie wussten, dieser Arzt ist eben derjenige, der ihn betreut. Wieso setzt man sich denn mit dem Arzt in Verbindung, wenn man sich von einem Mann trennen möchte? Also es ist ja so, ich war ja damals 38 Jahre alt, da muss man nicht sagen, wie man eine Beziehung beenden müsste, das weiß man. Aber da kam eben dieses Bauchgefühl hoch und es signalisierte mir einfach, stopp, da musst du aufpassen. Bei da stimmt Trennung irgendetwas nicht. Ja, ich müsste Begleitung haben. Und so kam ich dann auf die Idee, ich könnte den Hausarzt informieren, weil ich den auch persönlich kannte. Der Hausarzt reagierte eigentlich richtig. Also er hat die Polizei informiert. Die Polizei hat sich dann mit mir in Verbindung gesetzt, telefoniert auch.
Und obwohl der Polizist ja wusste, dass er da einen bekannten Mörder hat, er hat einen Täter, der ja immer wieder strafauffällig wurde, er war sogar auch in Untersuchungshaft, bevor wir uns kennenlernten, hat er mir einfach am Schluss vom Telefonat mitgeteilt, wenn ich mich trennen möchte, also ich solle mich trennen, und wenn es dann aber zur Eskalation komme, sollte ich mich beim Notruf melden. So weit ist er gegangen, er hat aber nicht gesagt, warum es zur Eskalation kommen könnte. Nein. Der Therapeut hat es auch nicht gesagt, er kannte diesen Patienten ja auch sehr lange. Der Arzt, das war sein Arzt, der hat das natürlich abgeschoben, indem er natürlich die Polizei involviert hatte. Das war ganz Geschichte. Richtig. Und die Polizei, der Polizist hätte ja eigentlich auch die Möglichkeit gehabt und er hätte können und dürfen und von mir aus müssen, sich dem Amtsgeheimnis entbinden lassen und mich aufklären müssen. Wir kommen gleich dazu, Herr Schnieders. Ich sehe schon, dass Sie den Kopf wägen. Aber wir müssen, um zu begreifen, was diese Nichtinformationen für Folgen hatten, an den Tag eben gehen, den wir jetzt nur ganz kurz angerissen haben. Er dringt in Ihre Wohnung ein. Er versucht, Sie erst einmal gemeinsam mit sich selber zu vergasen im Auto in der Garage. Es gibt einen Missbrauch, eine Vergewaltigung und dann versucht er, sie einfach zu erschießen mit einer Armbrust aus nächster Nähe. Ja. Und trifft sie auch. Wie oft? Also es waren insgesamt 3 Schüsse. Er stand ungefähr 1,5 Meter von mir entfernt. Und ich hörte einfach dieses Klicken. Und dann man spürt, dass man getroffen ist, aber im Moment kann man es nicht lokalisieren. Und ich habe dann so an mir runtergeschaut und habe dann den Pfeil stecken gesehen. Und dann bin ich zu Boden gegangen, wurde bewusstlos. Er hat dann diesen Pfeil aus dem Körper gerissen und ein zweites Mal eingelegt, ein zweites Mal geschossen und ein zweites Mal aus dem Körper gerissen und ein drittes Mal geschossen. Er hatte nur diesen einen Pfeil und beim dritten Schuss bohrte sich dann der Pfeil komplett in die Leber rein. Also ich hatte beide Lungen angeschossen gehabt und das Herz touchiert, das hatte eine Blutung im Herzbeutel und daneben die Leber auch noch angeschossen. Er hat sie in einen Kofferraum geworfen. Er ist stundenlang mit ihnen rumgefahren. Etwas, was ohnehin für mich unvorstellbar ist, wie man dieses überlebt. Sie sind dann wieder zusammen in der Wohnung. Ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass man es überlebt. Sie haben ein Buch geschrieben und da steht auch, wie ich ermordet wurde. So kam es Ihnen dann wahrscheinlich vor. Also der Titel ist schon Leben, wie ich ermordet wurde. Es beschreibt eigentlich jene Nacht, die schlimmsten Stunden meines Lebens. Ja, ich wurde einerseits ermordet, weil ich nachher wieder alles erlernen musste. Also selbst das mit dem Atmen beginnend, das Laufen etc. Vertrauen finden. Und leben, weil ich in jener Nacht irgendwann so eine Schwelle übertreten habe und ich wusste einfach, es gab so einen Antrieb, einen innerlichen Antrieb und ich wusste, ich bin zu jung, um zu sterben, ich will leben. Und dann hatte ich auch eine sportliche Konstellation vom Körper her und das haben mir dann auch die Ärzte nachher dann bestätigt, dass Marathon ist ich das richtig, nicht? Ja, weil ich sehr intensiv Inlineskating gemacht habe, also Marathon. Und das hat mich dann eben zum Überleben gebracht. Die Situation haben Sie gelöst, indem Sie ihn irgendwann mal in dieser Wahnnacht dazu gebracht haben, seinen Arzt anzurufen. Ja, es gab dann den Moment, also das heißt, er hat vorher sich ein paar Tabletten reingeworfen und er war dann total confused, also benebelt. Ich spürte das an den Schritten, er tigerte da vor dem Zimmer hin und her und kam dann irgendwann so schleppend ans Zimmer, also ans Bett. Und da wusste ich, da war der Moment, wo er gebrochen war. Und ich nützte dann diese Situation und sagte einfach, ruf deinen Therapeuten an, der kann uns helfen. Und das tat er dann auch. Und dieser Therapeut kam dann vor Ort, er wollte zwar die Polizei alarmieren, hat das aber nicht getan, kam vor Ort und orientierte sich anhand von den Blutspuren und fand mich dann schwer verletzt im Zimmer vor und hat erst dann die Polizei alarmiert. Er hätte Ihnen noch weitere 40 Minuten erspart, wenn er einfach Ihren, Sie haben ja auch mit ihm gesprochen, ihm gesagt, ich bin schwer verletzt, er hätte sofort Hilfe rufen können, hat er nicht getan, wollte erst schauen, was los ist. Ja. Dieser Mann hat sich seiner Bestrafung entzogen, indem er eben in Untersuchungshaft sich seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Ist Ihnen
da ein Moment entgangen, wo Sie, den Sie gebraucht hätten, wo er verurteilt wird? Oder ist das für Sie besser so? Also es ist so, dass ich heute natürlich mit einer anderen Angst lebe, als wenn ich wüsste, ja, er kommt wieder raus. Weil irgendwann ist der Zeitpunkt, oder? Er kommt wieder raus. Ja. Und ich denke, ich lebe heute ein bisschen ruhiger mit dem Wissen, dass er tot ist. Mhm. Ja. Sie haben eine Familie, einen Mann, ein kleines Kind. Können Sie das alles hinter sich stecken oder ist dieser Tag, diese Nacht so noch präsent? Also sie ist tagtäglich präsent. Einerseits natürlich die körperlichen Beschwerden, die ich habe. Und nicht zu vergessen natürlich die psychischen Beschwerden, weil ich bin heute beeinträchtigt, also von der Arbeit her, von der Leistung her. Und das sind solche Sachen auch. Die Angst natürlich, ein treuer Begleiter, der mir ständig im Nacken sitzt. Und einfach gewisse Sachen, die halt einfach da sind. Und ja, das Trauma, ich bin traumatisiert und das begleitet mich. Eindeutig. Aber Sie haben es überlebt mit einer unglaublichen Kraft und können uns das eben heute berichten. Und wir können mit Herrn Schnieders mal darüber reden. Ja. Über diesen Irrsinn. Die Polizei weiß, das ist einer, der war dann eben kurz davor, Sie haben gesagt, in Untersuchungshaft, wegen Stalking nämlich. Mhm. Da der Hinweis, richtig. Stalking. Er hatte eine Frau 1993 vergewaltigt und getötet, war nach 8 Jahren vorzeitig freigekommen. All dies wusste Frau Dill nicht, aber die Polizei wusste es. Jetzt ruft sie an und sagt, ich möchte mich von dem trennen. Da kann es doch keine Verschwiegenheitsklausel geben. In also dem der Clou ist ja dann noch, dass es mir dann offengelegt wurde, als die ganze Tat passiert war. Also da fragt man sich dann schon als Opfer, warum jetzt und warum nicht vorher? Es ist schwierig, weil es gibt Dinge, die darf man als Beamter nicht sagen. Das ist eine ganz schwierige Situation. Ich kann das vielleicht abkürzen. Ich hätte Mittel und Wege gefunden, Sie darüber zu informieren. Oder ich hätte sie zumindest zu schützen. Also ich hätte diese Mittel gefunden, sage ich mal ganz offen. Es gibt immer Möglichkeiten, wo man sich vielleicht, ich sage mal ganz vorsichtig, am Rande der Legalität bewegt, ja, ohne dass ich mich selber strafbar mache. Das wäge ich aber ab. Und dann nehme ich das aber gerne mal in Kauf, wenn ich eine Information weitergebe, dann nehme ich diese Bestrafung, die mögliche Bestrafung, die ja gar nicht eintreten muss, gerne mal in Kauf, um dieses Wissen loszuwerden. Mir hätte noch eingeleuchtet, dass man sagt, da gibt es eine Verschwiegenheitspflicht, die die Polizei natürlich hat, aber dann setze ich doch Mittel und Wege in Bewegung, um eine solche Person dann zu schützen, zumindest eben das zu verhindern, was ja offensichtlich naheliegend war. Also ich habe es ja kurz angesprochen gehabt, dass ja der Polizist die Möglichkeit gehabt hätte, sich dem Amtsgeheimnis entbinden zu lassen. Er hätte einfach nur den Schritt machen müssen an seinen Vorgesetzten und sich eben diesem Amtsgeheimnis entbinden lassen müssen. Ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland geregelt ist, aber ich denke, ist vermutlich auch so. Nein, das ist nicht so. Also ich kann das nicht selber entscheiden, das ist einfach eine Verschwiegenheitspflicht, die habe ich und die kann ich auch nicht offenbaren. Was hätte der Therapeutin tun können, Frau Glatz-Otschek? Der Therapeut hätte an der Stelle, oder was er bereits gemacht hat, war die Polizei mit einzuschalten. Ich denke, das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ein Problem, das wir nach wie vor immer wieder haben. Und zwar sowohl in Deutschland, als auch in der Schweiz, als auch in Österreich. Und zwar geht es an der Stelle um Netzwerkarbeit. Ja. Das heißt, es geht darum, A, natürlich bei einem erhöhten Risiko die Betroffenen zu schützen. Das ist das oberste Gebot. Ja. Und dann aber gemeinsam in einem Netzwerk funktionierend aus Polizei, dem Therapeuten, vielleicht auch einer Beratungsstelle, einem Frauenhaus, welchen auch anderen noch weiteren Stellen, gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, um den Schutz zu gewährleisten. Und diese Strukturen werden heutzutage in Deutschland und der Schweiz aufgebaut. Mhm. Es dauert aber, wir verändern uns gerade sehr stark. Aber der Bereich ist ja schwierig, weil es ja tatsächlich auch hier wieder eine Beziehung ist. Ja. Das heißt also, da ist ein Paar zusammen, da kommt es zu einer Trennung. Warum ist die Trennung die gefährlichste Zeit für eine Frau? Ist das umgekehrt nicht so, dass es für einen Mann ebenso gefährlich ist? Ja, also allgemein müssen wir sagen, tagtäglich trennen sich unheimlich viele Personen und es passiert ohne Gewalt. Frage, nicht wahr? Aber die Trennung kann eine Zuspitzung sein oder beziehungsweise der Höhepunkt einer eskalierenden Entwicklung sein. Sie sagten vorher, es gab Kontrollverhalten, es gab Eifersucht. Es gab anscheinend seitens des Herrn eine große Problematik damit, Kontrolle über sie zu haben oder Kontrolle zu verlieren. Und das ist etwas, was wir regelmäßig sehen. Es gibt Risikowarnzeichen im Vorfeld. Diese können die Betroffenen nicht sehen, natürlich nicht, aber eben das Netzwerk. Deswegen so wichtig. Und warum eher die Männer und nicht die Frauen? Das wäre die Frage. So ist es. Also, weil sie einfach mehr körperliche Kraft haben? Weiß ich nicht. Also ich denke, es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Mhm. Ein Aspekt aber, den wir regelmäßig sehen, wenn wir Studien zu dem Thema machen, beziehungsweise wenn ich auch an meine Klienten denke, mit denen ich früher gearbeitet habe, ist, dass viele Männer in so einer Situation ein starkes Bedürfnis haben, Hilfe nach Hilfe. Der Therapeut zum Beispiel.
Allerdings ist das nicht ausreichend. Was wir bei Frauen beispielsweise sehen, ist, dass Frauen sich auch stark Unterstützung holen im sozialen Umfeld. Mhm. Also sie gehen zu Freundinnen, sie gehen zur Familie. Möglicherweise ist das ein Aspekt, dass Frauen an der Stelle eher Möglichkeiten finden, eine Trennung oder eine anstehende Trennung, die für uns alle immer ein schwieriges Moment ist, anders und damit umzugehen. Mhm. Während viele Männer eher sich in sich einschließen, oder beziehungsweise kritische Männer, das heißt Personen, die ein erhöhtes Risiko mit sich bringen, sich in sich einschließen und dann in so eine Art Gedankenkreisen kommen. Das heißt, in so eine Spirale kommen, aus der es keinen anderen Ausweg gibt. Nach dem Motto, wenn dich keiner haben kann. Ja. Scheinbar gibt. Wir kommen zu einem Feld, das habe ich auch in der Statistik gelesen, der auch vor allem von Männern oder jedenfalls in größerer Zahl von Männern dann in der Tat verübt wird. Das nennt sich erweiterter Selbstmord, obwohl es eigentlich sehr viel mehr ist als das. Wir wollen darüber reden und schauen uns auch ganz kurz einen. Frau Kibli, wie geht es Ihnen heute? Heute geht es mir relativ gut. Also ich bin zufrieden, weil ich kenne, wie es ist, wenn es mir wirklich sehr schlecht geht. Mhm. Wie vor 9 Jahren dann, in der ersten Phase dann? Ja, lange Zeit, sicher drei, vier Jahre ist mir sehr schlecht gegangen. Sie haben einen Weg gefunden zu überleben, etwas, was Ihnen innerlich Kraft gibt, was ist das? Es sind verschiedene Sachen, sind das. Das eine war sicher, ich wusste, es braucht mich jetzt in dieser Situation, weil niemand geht mit Respekt mit den Sachen um, von meiner Tochter, die Erinnerungen, also auch von den Kindern. Dann waren die Tiere meiner Tochter. Es war auch Katzen, glaube ich, waren es. Ja, es waren Katzen. Auch. Wir haben eben auch vorher darüber gesprochen, wie es wäre, wenn ich oder sie nicht mehr leben würde. Haben wir es uns gegenseitig versprochen. Obwohl es doch bei ihr gar keinen Hinweis darauf gab. Also ich habe angefangen im Gespräch, ich habe gesagt, ach Simon, du, ich bin die alte Mutter. Wenn mir was passiert, nimmst du die Katzen? Ja, selbstverständlich. Aber Mami, klar. Mhm. Aber gell, wenn mir was passiert, nimmst du meine? Und dann haben wir noch gesagt, ja, du bist aber jung. Ja, und wie ging es Ihrer Tochter, als Sie das letzte Mal sie gesehen haben? War sie ein glücklicher Mensch in Ihrem Leben? Sehr glücklich. Also ich fand es gerade in dieser letzten Zeit sehr glücklich, sehr ausgeglichen. Sie hat sogar noch mir gesagt, so 2 Wochen vorher waren wir zusammen unterwegs mit der Enkeltochter. Ach, weißt du, ich bin sehr glücklich mit meinem Mann auch. Wenn ich so die anderen Männer sehe, meine Freundinnen, habe ich es doch schön mit dem Dani. Er ist ein guter Vater. Mhm. Ich möchte dir das sagen, damit du das weißt. Warum sollten Sie das wissen? Hatten Sie einen anderen Blick auf diesen Mann? Ja, vielleicht hat sie es gesagt, weil nicht, dass ich jetzt ihn nicht gemocht hätte, aber ich fand doch einiges an ihm etwas komisch. Mhm. Und sie wusste das natürlich. Was fanden Sie komisch an ihm? Ich fand teilweise sein Verhalten eigenartig. Also ich muss sagen, ich habe sie nie streiten gesehen. Es war wirklich für mich fast unheimlich Friede. Ja, es war gut. Und er war ein guter Vater. Er hat die Kinder gewickelt, geschoppelt. Er hat, fand es toll. Es schaute wirklich gut zu den Kindern, machte auch viel mit den Kindern, für die Kinder. Aber es gab Sachen, die fand ich sehr eigenartig. Also es begann zum Beispiel beim Essen, da durfte zum Beispiel Spaghetti, die mussten nur weiß sein, da durfte gar nichts, das andere Farbe hatte. Auch eine Vanillecreme durfte keine von der Vanilleschote Teile drin haben. Das ging dann aber ziemlich extrem, solche Sachen. Ich habe auch mit meiner Tochter darüber gesprochen, sagte, ja, ich weiß, er hat diese Tick. Ein Tick, ja. Das kam dann dazu, dass er sehr lärmempfindlich wurde. Er hat dann auch oft einen Kopfhörer angezogen. Er reagierte so, also wenn jetzt irgendjemand zum Beispiel vielleicht extrem Schlagzeug spielt in der Nähe, dann statt dass ich wäre wütend, sagt Gott, was soll das? Und so, ja, geh mal hin. Aber er hat sich dann zurückgezogen in ein Zimmer. So habe ich ihn so am Boden entdeckt, so Ohren zugehalten.
Aber wenn man jetzt das einfach so sich anhört, da würde man sagen, gut, also es gibt ja Menschen, die haben so seltsame Verhaltensweisen, ja. Aber offensichtlich hatten sie auch so ein Bauchgefühl, ein anderes eben. Natürlich. Eben, das eine ist, ich konnte sagen, okay, es gibt Leute, die haben so einen Tick. Ja. Dann kam das so. Gefühl, ich mochte ihn. Mhm. Es war gar nicht, ich mochte ihn wirklich. Und dann, aber was mache ich damit? Dann habe ich aber gehört, dass meine Tochter sagte, er ist beim Hausarzt, also der macht mit ihm auch eine Psychotherapie, das wäre so eine soziophobische Phobie. Das hätte aber sehr viele Leute, aber er hat Freunde, er arbeitet. Jobsorgen gab es keine, Geldsorgen gab es keine. Gesundheitliche, sonst alle, die Familie war gesund. Es war eigentlich eine Bilderbuchfamilie, ich meine jetzt aber nicht langweilig, kleinbürgerlich, sondern wirklich eine lässige Familie, sagen wir, machen viel mit den Kindern, in der Natur. Das kriegt man ja nicht überein mit dem, was wir wissen, was passiert ist. Also ein Mann, der erst eben von Schlafzimmer zu Schlafzimmer geht und dann eben von der Brücke springt. Was ist denn Ihre Erklärung dafür, was da passiert ist? Also ich weiß die Lösung schlussendlich auch nicht. Aber ich habe doch jetzt viele Jahre zusammen mit einem Traumaspezialisten, also einem Psychiater, der für Traumata zuständig ist, dann war ich in einer super guten Behandlung. Und ich habe ihn natürlich gelöchert mit Fragen über Psychiatrie. Ich denke schon, dass es eine psychiatrische Krankheit war. Weil er hat die Kinder sehr geliebt und er hat sie sehr auch. Geliebt, ja. Also wenn ich Babysitter war, kam x-mal die Temperatur, da kam Telefoniere, mach das und das. Also Autositz, wenn ich ihn bei mir im Auto montierte, er hat es noch mal kontrolliert. Ja. Und ich denke, mit all den Gesprächen mit dem Psychiater kam schon raus, dass er eine Krankheit hatte, die halt im falschen Moment das falsche, wie soll ich sagen, die Zeit, dass er das getan hat. Also es hat ja auch einen Brief geschrieben, einen Abschiedsbrief. Da ist es, also er wollte gehen und es war ein sogenannter erweiterter Suizid. Er wollte die Familie mitnehmen, eben weil er sie, ich sage, er sagt es nun, weil er sie so liebt. Er kann sie nicht allein lassen. Ja. So hat er, darf ich mal fragen, Frau Glatz-Otschek, warum nennt man das einen erweiterten Suizid? Weil einfach drauf geguckt ist es ein Selbstmord und ein dreifacher Mord. So könnte man es auch nennen. Genau. Wobei wir es hier an der Stelle, wie Sie es geschildert haben, zunächst einmal mit einer suizidalen Dynamik zu tun haben. Das heißt, es gibt einen Abschiedsbrief, in dem auch geschildert wurde, dass der Herr sich damit auseinandergesetzt hat, aus dem Leben zu scheiden. Das heißt, im ersten Moment ist die Bereitschaft da, sich selbst das Leben zu nehmen. Und dann kommt der Gedanke, aber was mache ich mit meiner Familie? Ich kann die doch vielleicht nicht alleine lassen. Mhm. Vielleicht möchte ich für immer mit dieser verbunden sein. Und dann kommt erst der zweite Gedanke dazu, dann nehme ich sie mit in den Tod. Deswegen erweiterter Suizid. Was Sie jetzt gehört haben von Frau Kiblier, gibt es irgendetwas, was Ihnen bekannt vorkommt als Muster? Vieles, ja, alles. Alles? Alles sozusagen. Also wir sehen ein Muster bei diesen sogenannten Familiziden, so nennt sich das, die Tötung der gesamten Familie. Sehen wir aber auch bei Tätern, die anschließend Selbstmord begehen, dass eher eine depressive Dynamik, eine traurige, zurückgezogene Dynamik stattfindet. Das heißt, dass die Täter vielleicht schwierig, ganz wirklich allgemein gesprochen, jedes Geschehen ist natürlich individuell zu betrachten, aber allgemein gesprochen die Täter eher konfliktvermeidendes Verhalten zeigen, also sehr auf Harmonie bedacht sind, gerne eine schöne Familie haben möchten, dass es ihnen auch wichtig ist, aber vielleicht mit der einen oder anderen Schwierigkeit, die es nun mal im Leben gibt, nicht so gut zurechtkommen und dann in so eine Art Abwärtsspirale, depressive Spirale geraten. Und warum reicht der Selbstmord dann nicht? Das wäre ja, weil ich meine, wenn man, das ist ja das, was man nicht versteht. Wenn ich meine Kinder liebe und meine Frau, dann will ich doch, dass sie leben. Ja. Und hier ist aber das Bedürfnis, für immer vereinigt zu sein mit der Familie. Vielleicht auch die Sorge, was macht denn die Familie ohne mich, wenn ich nicht mehr da bin? Dann kann ich sie doch nicht in dieses große Unglück stürzen. Ohne Familienvater, ohne Partner groß zu werden. Und dann kommt die Entscheidung dazu. Also ich weiß, es ist schwierig zu verstehen aus Sicht der Täter. Und ich glaube, das ist die Sicht, die wir annehmen müssen. Stets, wenn wir dieses Geschehen verstehen möchten, dann geht es darum, dass sie für immer mit der Familie vereint sein wollen und, ja, sie hatten es gesagt, liebend
er die Tat begehen. Herr Schnieders, wir hatten gerade eben den Fall, da hätte die Polizei warnen können. Da gibt es jemanden, der hatte eine Vorgeschichte. Hier beim Herrn Paulus ist es noch etwas anders, aber hier hätte man warnen können. Hier sind Sie ja sozusagen als Behörden vor einem Täter, der ein komplett unbescholtenes und unauffälliges Leben führt. Also überhaupt gar keine Möglichkeit. Ist Ihnen das auch schon vorgekommen? Warum tötet ein Familienoberhaupt seine gesamte Familie, insgesamt 7 Personen? Ist Ihnen auch vorgekommen? Ja, das war Ostern vor einigen Jahren in Köln, wo ein Mann, der mit insgesamt 7 Personen hat er getötet, an unterschiedlichen Stellen in der Stadt. Mhm. Hintergrund war auch natürlich ein Abschiedsbrief, der vorlag. Und er hat da zum Ausdruck gebracht, dass er wähnt, er sei unheilbar krank. Mhm. Und durch seine unheilbare Erkrankung sei die Familie nicht mehr lebensfähig. Und er hat sie dann alle getötet. Mutter, Schwiegermutter, Tochter, Enkelkind. Nur den Schwiegersohn, den hat er nicht erwischt. Der Schwiegersohn war zum Zeitpunkt der Tatausführung bei seiner Freundin. Das ist die Ehe der beiden, war auseinander, so gut wie auseinander. Und der Schwiegersohn war zu der Zeit nicht zu Hause und hat als einziger dieses Drama überlebt. Aber wie gesagt, Hintergrund war einfach, er war unheilbar krank und ohne ihn kann die Familie nicht leben. Das heißt also, ein von außen betrachtet, das Leben ist völlig in Ordnung. Was drinnen passiert, kann man einfach nicht sehen. Würden Sie denn sagen, also das ist ein krankhaftes Verhalten? Kann man das so nennen, Frau Glatzoczyk? Oder ist das einfach ein Moment, in dem man weg ist? Nein. Dafür habe ich jetzt zu wenige Informationen, um so eine Diagnose stellen zu können. Aber was wir allgemein sagen können, es ist eher eine Verhaltensdynamik, unterschiedliches Verhalten, das eher konfliktvermeidend ist, zurückgezogen, vielleicht einhergehend mit einer wirklich psychischen Erkrankung. Wir haben aber auch manche Fälle, die gehen ohne Diagnose einher, nicht wahr? Sie wollten also ich sagen? Denke jetzt so von meinen Studien darüber, die ich wirklich, also dass er doch sehr wahrscheinlich also eine psychiatrische Krankheit sogar hat, also nicht nur eine psychische Phobie. Ich habe gehört, dass es sehr zurückging schon in seine Jugend, dass er eben diese Lärmempfindlichkeit, das heißt ja nicht, dass er, also mit Intelligenz hat es nichts zu tun, aber vielleicht, also ich denke auch, dass er das gewusst hat. Er hat keinen Alkohol getrunken, hat nicht geraucht. Und hat sich offensichtlich in Behandlung begeben, weil er da ein Problem entdeckte, das er angehen wollte. Ja, aber da habe ich noch mit der Tochter darüber gesprochen, gesagt, weshalb er ist mit dem Hausarzt, er ist per Du. Ja. Das ist ja sowieso nicht gut für eine psychologische Behandlung, nicht unbedingt. Also, und er ist wirklich ein Internist. Mhm. Und ich habe noch gesagt, also ich denke jetzt, ein Psychiater wäre besser. Mhm. Und dann sagt noch, das sagt Simon, ja, aber da kann man nicht zwingen. Und ich sage, die Schwiegermutter kann das nicht sagen. Ich hätte lieber gehabt, er wäre wirklich in absolut fachlicher Behandlung. Der Umgang damit nachher, den wollen wir noch mal thematisieren. Ich würde aber gerne noch Herrn Renner mit einbeziehen, weil auch hier der Fall eingetreten ist. Dieses ist ausnahmsweise nicht ein Mann gewesen, sondern eben eine Frau, eine liebevolle Mutter. Auch sie hat eben etwas getan, was für jeden, der Kinder hat, unvorstellbar ist, nämlich ein Kind getötet. Wir gucken uns ganz kurz auch hier eine. Herr Renner, die Ehefrau, 2 Kinder, 2 und 8. Sie sagen, es geschah ohne jede Vorahnung. Wie sind Sie aufgewacht an diesem Morgen, an dem es geschehen war? Ich bin an diesem Morgen aufgewacht. Ich war mit meiner kleinen Tochter im Bett gelegen, habe im gemeinsamen Ehebett mit ihr geschlafen und wurde wach durch Polizeitaschenlampen. Mhm. Also ich sah auf einmal ein Licht, ein helles Licht, und da standen da Polizisten vor mir. Die haben mich dann geweckt. Die haben gesagt, wir müssten mit ihnen kommen, es wäre etwas passiert. Ich habe diese Polizisten gefragt, was denn passiert sei. Sie hatten mir gesagt, sie können mir das nicht sagen jetzt. Ich muss auf jeden Fall mitkommen. Mhm. Die haben gar nichts gesagt? Nein, die haben mir nichts gesagt. Also die Tochter war ja neben Ihnen. Ja, Frau, die Tochter, die haben zu mir gesagt, ich soll die Tochter in eine Decke einwickeln und soll sie mitnehmen. Und der Sohn sollte in seinem Zimmer schlafen? Genau. Ich bin ja dann auch rausgegangen, habe mich dann umgezogen. Und da stand auch ein Polizist in diesem einen Flur, zu dem ich noch sagte, mein Sohn schläft in seinem Zimmer. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass meine Frau sich selber irgendwas angetan hat. Aha, in dem Moment denkt man, es ist irgendwas Furchtbares passiert. Ich habe gar nicht an den Sohn gedacht. Okay, auch vor allem, weil sie ihn so extrem, extrem lieb gehabt hatte. Ne? Okay, dann haben die mich mitgenommen und haben dann meine kleine Tochter in den Kindergarten gebracht.
Ich habe immer wieder gefragt, ja, was ist denn passiert, was ist passiert? Die haben nichts gesagt erst einmal. Nein, sie können es mir nicht sagen. Ne? Was wollten die dann von Ihnen, wenn sie nicht gesagt haben? Sie wollten eigentlich gar nichts. Sie haben mich da sitzen lassen, haben die Tür zugemacht. Da stand ein Polizist dann auf dem Revier. Und da hat immer so die Tür rausgeschaut. Ich habe immer wieder gefragt, geht's meiner Frau gut, geht's meiner Frau gut? Wurden Sie befragt? Also hat man Sie mitgenommen? Nein, gar nichts. In dem Moment noch gar nicht. Noch gar nichts. Die haben da auf diese Kriminalkommissare gewartet. Mhm, ne? Okay. Ja, nehme ich mal an. Und irgendwann hat dann dieser zuständige Polizist, der also bei mir da im Zimmer war, hat dann gesagt, meiner Frau ging es den Umständen entsprechend gut. Okay. Und da habe ich gedacht, okay, dann war ich schon ganz erleichtert. Mhm. Ne? Und dann in den nächsten 10 Minuten kam dann ein Seelsorger rein. Mhm. Und dieser Seelsorger hat mir dann diese Nachricht überbracht. Also dieser Seelsorger hat zu mir gesagt, meine Frau hat was ganz Schlimmes mit ihrem Sohn getan. Ich habe diesen Seelsorger gefragt, ist er tot? Er hat nur genickt, mhm. hat eine Tablette in der Hand gehabt, ne? Mhm. die ich allerdings nicht brauchte. Mhm. Ich musste, also meine erste Reaktion war komischerweise erst mal mein Geschäft da zu organisieren für diesen Tag. Sie sind ein selbstständiger Taxiunternehmer? Genau, selbstständiger Taxiunternehmer. Das heißt also, Sie waren ein bisschen... Erst mal die Fahrten organisieren. Funktioniert. Hat funktioniert, ja. Also ich brauchte diese Tablette nicht. Dieser Kriminalkommissar hat mich dann auch befragt hinterher, ob mir irgendwas aufgefallen wäre an meiner Frau. Wo war denn Ihre Frau zu diesem Zeitpunkt? Sie war bei der Polizei. Konnten Sie mit ihr reden? Nein. Durften Sie nicht? Nein. Wollten Sie? Ich wollte. Mhm. Also das war mein erstes Bedürfnis, war eigentlich mit meiner Frau zu sprechen. Warum? Ich konnte mir selber gar nicht erklären, wieso meine Frau so etwas tat, weil sie wirklich unseren Sohn lieber gehabt hat als mich selbst jetzt, sage ich mal. Ja? Mhm. Und einen Tag vorher noch Faschingssachen für ihn gekauft hat und so. Also die Tat selber ist absolut ohne Planung passiert, sondern nur aufgrund von einer Krankheit. Ne? Und das hatte ich dann später kapiert. Aber an diesem Tag noch, sind Sie dann irgendwann mal Ich wusste es ja nicht an diesem Tag, natürlich. Ich habe dann zu diesem Kriminalkommissar gesagt, ich möchte unbedingt mit meiner Frau sprechen. Ja? Ja. Er hat dann gesagt, okay, er fragt sie, ob sie möchte. Später sagt er mir, sie möchte nicht. Mhm. Aber sie war in einem Zustand einer Psychose in diesem Moment. Ne? Sie wusste überhaupt nichts. Wussten Sie aber nicht, vielleicht die Polizeibeamten in dem Sinne auch nicht. Ja, die Polizeibeamten auch nicht. Was ist denn das, also was wissen Sie denn heute, was das für eine Psychose ist oder was im Kopf Ihrer Frau wohl vorgegangen also sein meiner muss? Also meiner Frau, es wurde diagnostiziert, eine paranoide Schizophrenie. Mhm. Das heißt? Also, ja, das heißt Wahnvorstellungen. Ja. Mhm. Sie hat in dieser Nacht, sie war irgendwie am Computer, sie hat beide Kinder noch zum Schlafen gebracht. Sie stand nachts noch mal auf, hat mich getroffen, aber daran kann sie sich auch jetzt nicht mehr erinnern. Mhm. Und sie hat im Computer irgendwelche Fotos gesehen von Männern mit weinenden Kindern. Sie hat Stimmen gehört, sie hat Teufel, Wahnvorstellungen und Weltuntergangsfantasien gehabt. Sie hat also Stimmen gehört, wo ihr befohlen haben, unseren Sohn zu erstechen, ja, mit einem Messer. Sie hat dieses Messer geholt. Sie hat dieses Messer anschließend weggelegt, unter einem Kissen versteckt, weil sie es gar nicht wollte. Mhm. Aber dann muss irgendwas passiert sein, wo sie es doch wieder zurückgeholt hat. Und dieser Gutachter, der das dann später vor Gericht erklärte, sagte, sie hatte ab diesem Moment keine Steuerungsfähigkeit mehr. Sie hat also und sie hat unseren Sohn mit 18 Messerstichen erstochen, im Schlaf. Mhm. Ist danach rausgegangen zu einer Tankstelle und hat die Polizei gerufen? Genau, sie hat sich angezogen, sie hat Geld zu sich genommen, sie hat das Haus verlassen, soviel ich jetzt heute weiß, rennend. Also sie ist sehr schnell gelaufen, aber ohne Ziel. Sie ist nicht zu Ihnen gegangen? Sie wusste ja, Sie sind im Haus. Und sie wusste das nicht. Ich habe ja noch Kontakt mit ihr. Sie wusste es nicht. Mhm. Sie hat weder an mich gedacht, noch an meine Tochter gedacht. Gar nichts mehr. Sie hat sich einfach nur befreit gefühlt, weil sie jetzt die Welt gerettet hätte. Wie oft haben Sie das jetzt schon erzählt? Oft. Ich denke bestimmt 150 Mal. Ja. Sie erzählen das, wenn Sie Taxi fahren, auch manchmal? Ja, natürlich. Ich spreche sehr gern darüber. Weil warum? Es mir weil ich merke auch, dass Sie es mit einer gewissen, ich will jetzt nicht sagen Routine, aber es ist jetzt gemessen daran, dass Sie Ihren Sohn auf so furchtbare Weise verloren haben.
Also bei mir war... Reden Sie leicht darüber. Ich weiß es nicht. Ich bekam ja am Anfang selber psychologische Hilfe. Und diese Psychiaterin, die ich am Anfang hatte, die hat zu mir gesagt, ich helfe mir am besten selbst. Und zwar, weil ich mich diesen Dingen von Anfang an geöffnet habe, gefragt habe, warum. Ja, nach dem ich habe ja zuerst auch nach einem Motiv gesucht, aber dann später diese Krankheit gesehen und mich dann auch sehr intensiv mit dieser Krankheit beschäftigt, auch mit diesen Psychiatern gesprochen, auch mit den Ärzten gesprochen. Und verstehen Sie, ich habe einfach auf meine Frau absolut keinen Hass. Es gibt null Hass. Was soll ich hassen? Ja, es gibt nichts zu hassen. Eine Krankheit? Ich kann keine Krankheit hassen. Das hätte auch ich sein können. Ja? Hat es irgendwelche Anzeichen dafür gegeben, dass Ihre Frau krank ist? Sie waren ja 10 Jahre verheiratet. Ja, sicherlich, natürlich. Allerdings, das hat ja auch der Gutachter dann bei Gericht gesagt, sie hat dann solche Dinge behauptet, wie ich würde ihr den Kaffee vergiften, irgendwelche Mitarbeiter von mir wollten sie umbringen. Aber ich habe das alles nur für Spinnerei gehalten. Sie haben das nicht ernst genommen? Nein, sie hat ja selber gemerkt, dass sich mit ihr irgendwas verändert. Und sie hat selbst ärztliche Hilfe aufgesucht, hat es immer wieder mit irgendwelchen Eheproblemen begründet. Und die Ärzte, muss ich ganz ehrlich sagen, so traurig es auch ist, haben ihr einfach nur zur Scheidung geraten. Auch Psychologen. Das heißt, es statt, gab dass die diese Krankheit erkannt hätten. Es gab Eheprobleme. Sie glauben, dass die eben darauf zurückzuführen sind, dass da etwas passiert ist? Also meiner Meinung nach gab es, natürlich gab es, es gibt immer Eheprobleme. In jeder Ehe gibt es Probleme. Absolut, ja. Aber ich muss Ihnen sagen, nachdem das passiert ist und nachdem ich das alles auch verstanden habe, ist es bei mir so, dass ich mir viele Dinge erklären kann, die ich mir früher nicht erklären konnte. Also es gab Sachen, wo mir meine Frau als vorgeworfen hat, wo ich einfach dachte, mein Gott, warum sagst du das jetzt zu mir? Ja? Mhm. Und das erklärt es, diese Krankheit erklärt alles, ja, für mich. Wann haben Sie Ihre Frau nach dieser Tat zum ersten Mal dann getroffen? Es war so circa 2 Monate später. Sie wurde ja zuerst mal in Untersuchungshaft gebracht. In Untersuchungshaft haben die dann sehr schnell festgestellt, dass sie krank ist, dass irgendwas nicht stimmt. Und haben sie dann in die Psychiatrie verlegt. Und ich wollte ja auch so schnell wie möglich Kontakt mit ihr haben. Hatte dann ungefähr 2 Monate später. War ihr da schon bewusst, was sie getan hat? Noch nicht, noch nicht. Noch nicht ganz. Also sie bekam zwar die Medikamente und als ich meine Frau das erste Mal besucht hatte, hat mir diese Psychologin von ihr gesagt, meine Frau hätte gehört, ich komme zu Besuch und sie hätte dann geantwortet, mein Mann, lebt er noch? Ja? Also sie hat überhaupt nicht gewusst, was passiert ist. Ich bin dann, heute weiß ich das nicht mehr, dass sie das gesagt hat. Weiß sie denn heute, was passiert ist? Ja, heute weiß ich es. Und sie trauert auch sehr, sehr stark um unseren Sohn. Sie durfte auch mittlerweile schon auf den Friedhof gehen und auch seine Kerze anzünden und so. Also es ist unvorstellbar, aber ich habe einfach diese Krankheit verstanden. Vor Gericht ist sie ja nicht eben für nicht schuldfähig befunden worden. Ja, hat der Gutachter gesagt. Das Urteil lautet auf eben Verbringung in eine solche Anstalt unbefristet. Das heißt, man prüft immer, wie es ihr geht. Und was viele jetzt wieder nicht verstehen werden, Sie besuchen sie regelmäßig. Ich besuche sie immer, sogar mit meiner kleinen Tochter zusammen. Wie würden Sie denn Ihr Gefühl Ihrer Frau gegenüber beschreiben? Ich vertraue meiner Frau jetzt voll. Ich finde sie durch diese Medikation, die sie bekommt, vollständig geheilt. Diese paranoide Schizophrenie ist im Prinzip sehr gut heilbar. Aber es bleibt ja die Frau, die Ihnen den Sohn genommen hat. Aber für diese Tat gibt es ja keine Schuld, verstehen Sie? Aber Sie haben einen Sohn verloren. Das könnte ja auch einfach bei Menschen, die nicht so stark sind, dazu führen, dass man eben irgendwie damit nicht verhalten kann. Ich habe meinen Sohn verloren. Ich verstehe, dass ich ihn verloren habe, dadurch, dass meine Frau eben diese Krankheit hat, wo übrigens 1% von der Bevölkerung treffen kann. Und ich hätte aber jetzt mittlerweile, ich habe ja regelmäßig Kontakt mit ihr, auch telefonischen Kontakt. Ich hätte auch ehrlich gesagt keine Angst, ihr meine Tochter zu überlassen. Und möchte auch, dass sie den Kontakt zu meiner Tochter behält. Sie nehmen die Tochter mal mit? Ja. Besucht also einmal die Woche auch Mama. Sie ist noch sehr klein. Sie ist jetzt 4, sie wird jetzt 5. Ja. So, das heißt also, irgendwann mal muss man dem Mädchen auch erklären, was passiert ist? Sie bekommt auch psychologische Betreuung mittlerweile, weil ich ja auch weiß, sie wird älter.
irgendwelche Schüler sprechen mal irgendwas Blödes. Ne? Ganz sicher. Ja? Und dann sollte sie antworten. Genau. Sie weiß aber, was passiert ist. Sie weiß es und sie weiß, ihre Mama ist krank und ihr Bruder ist tot. Frau Glatz-Otschig, ist das ungewöhnlich für Sie, dass jemand, der einen Sohn verloren hat, in der Lage ist, mit der Täterin, die auch gleichzeitig seine Frau ist, so umzugehen, wie es Herr Renner tut? Es zeugt von einer sehr großen Stärke, die Sie haben, und einer sehr großen Bereitschaft, die Sie haben, sich auch mit dieser Erkrankung und mit dieser Tat auseinanderzusetzen. Also hilft mir auch selbst sehr. Ja, ne? Ja. Also ich denke, was wir heute immer wieder gehört haben, ist der Punkt, dass wir nach Erklärungen suchen. Warum passiert es denn? Und wenn wir eine Erklärung haben und wenn diese Erklärung vielleicht dann auch eine Erkrankung ist, dann ist es zumindest einfacher, damit umzugehen, als wenn wir die Ursache nicht verstehen können. Nichtsdestotrotz geht aber jeder anders mit diesem Natürlich. Verlust um, nicht wahr? Das wissen Sie bei mir, also meine Frau, ich habe ja 10 Jahre mit meiner Frau gelebt, Tag und Nacht. Ne? Ich, also für Außenstehende sieht diese Sache natürlich ganz anders aus, wie für mich jetzt, wo direkt betroffen ist. Klar. Ich habe ja nicht nur meinen Sohn verloren, ich habe an diesem Tag auch meine Frau verloren. Verstehen Sie, es waren 2 Menschen weg, von heute auf morgen. Ja? Und für mich war von Anfang an einfach interessant, warum. Also auch wenn sie diese Krankheit hat, was ist das für eine Krankheit, warum? Und ich habe mich da einfach, habe mir Bücher darüber besorgt und im Internet recherchiert darüber, mit diesen ganzen Psychologen drüber gesprochen und habe das einfach jetzt verstanden und verziehen wäre vielleicht ein falsches Wort, aber akzeptiert. Und diese Krankheit verstanden. Ja. Darf ich Sie fragen, das Wort Hass ist hier gerade gekommen. Wie gehen Sie mit dieser Gefühlslage um, Frau Giebel? Das ist mir sehr ähnlich wie das, was Sie jetzt erzählt haben. Also kein Hass? Ich habe absolut keinen Hass auf meine Frau. Und ich habe schon gedacht, stimmt was mit mir nicht? Weil alle sagen, du musst hassen, du musst Fantasien haben. Und ich merke, also es kam sogar richtig, ich habe richtig Liebe gespürt. Es klingt verrückt. Aber es ging auch über... Natürlich nicht so gerade von Anfang an. Der Anfang war für Sie schrecklich, ja. Das nennt man Schocktrauma. Was muss man sich darunter vorstellen? Hatte ich jetzt gar nicht zum Beispiel. So ein Schocktrauma habe ich nicht. Ja, ich hatte es total. Ich wurde ja aus meinem Leben genau mitten in der Nacht rausgerissen. Auch bei Ihnen mit der Polizei? Auch bei mir, ja. Aber das ist total anders abgelaufen. Wie ist denn die Polizei mit Ihnen umgegangen, nachdem Sie verhört hatten? Ich wurde nicht verhört. Das war ja klar, da war ja auch alle... Also bei mir war das, das möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz gleich ansprechen. Gleich, machen wir gleich. Ja. Nee, gleich haben wir auch einen... Ja. Also bei mir war es so, ich habe geschlafen nachts, so circa Mitternacht. Läutet die Haustüre und ich denke, ich kann ja nicht einfach aufmachen. Dann rufe ich da, wer ist da? Ach, Polizei. Ich sage noch, da kann jeder sagen. Ja. Dann sagen wir, ja, schauen Sie mal durch den Gucker. Und dann war ein Polizist und eine Polizistin draußen. Ich dachte, Auto, was wahrscheinlich, also hat jemand mein Auto, irgendwas oder sowas. Wir haben hier sehr schnell gesagt, ja, sind Sie Frau Gibli? Ja, Sie, Ihre Tochter, sie lebt nicht mehr. Sie war noch nicht in der Wohnung. Und ich schaue die an und ich sage, und die Kinder? Und ich hatte riesen Ahnung. Also ich hatte, ja. Sofort. Und dann sagen wir, die leben auch nicht mehr. Und ich sage noch, Auto? Also ich dachte, also Unfall. Autounfall. Ja, also nur noch so Stichwort, so schnell konnte ich es rausbringen. Und sagen sie nein. Und da schreie ich raus. Also einfach, er hat sie umgebracht. Es kam aus mir raus. Also, ja. Weil Sie Ihren Schwiegersohn meinten? Ja. Auch? Ja. Ja. Nachher sind mir schon einige Sachen aufgefallen. Also ich hatte vor, ich sage jetzt wie Ahnungen, Bauchgefühl. Ja. Und dann, ich bin dann eigentlich nur noch im Kreis rumgelaufen. Die kamen rein. Das war mein Schock. Also ich konnte dann irgendwann nur noch sagen, Arzt, ich spürte, dass ich zusammenbreche. Ich konnte aber nie weinen im Sinn von so ein Schreien. Wir sind einfach, sagen wir, 3 Jahre nur die Tränen gelaufen, Tag und Nacht. Aber das war stumm. Und ich war wie ein Zombie. Ich wusste nicht mehr, dass man eine Datei speichert. Wenn ich geschrieben habe, musste ich so große Buchstaben. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren.
Und trotzdem geht das Leben weiter. Ja, die ja, Erde dreht sich weiter, ich so jeden Tag hell und dunkel. Ja. Aber Sie mussten sich richtig rauskämpfen. Und trotzdem, Sie haben es geschafft, zurück ins Leben zu kommen. Und trotzdem sagen Sie, Sie hassen ihn nicht. Das ja, müssen Sie das, trotzdem noch mal erklären, das, das wie das kommt. Eben, weil ich mich ja auch dann so intensiv, ich denke, wie Sie es auch gesagt haben, mich, jetzt sagen wir jetzt mit dem Psychiater, also die Krankheit. Also wenn es überhaupt kein Motiv gibt, verstehen Sie? Das, es gibt kein Motiv, es war ja nicht... Es war ja nicht so, dass ja die einzigen, wo ich jetzt vielleicht für schuldig halten würde, wären die Ärzte, ja, ja, wo es nicht erkannt haben bei meiner Frau. Und ja. Was ich noch anfügen möchte, ist dieses Verhalten von der Polizei an diesem Tag. Weil sie dann einfach also, nach Hause gebracht wurden. Genau, die haben mich mitgenommen, die haben mir einen Seelsorger zur Verfügung gestellt. Ja. So. Und dieser Seelsorger war dann 2 Stunden bei mir. Dann habe ich diesen Seelsorger, das war noch innerhalb in dieser Zeit vom Revier, ne, als ich da auf dem Revier saß, habe ich diesen Seelsorger gefragt, bleiben Sie jetzt den ganzen Tag bei mir und bei meiner Tochter? Ja. Anna hat auf die Uhr geschaut, nein, der kriegt nur 2 Stunden bezahlt. So. Und die Polizei hat Sie dann nach Hause gebracht? Die Polizei hat mich nach Hause gebracht, da war noch einer von der Spurensicherung da. Der hat gesagt, er ist jetzt fertig und haben mich zu Hause gelassen. Haben sogar noch gesagt, einen schönen Tag. War das Zimmer gereinigt? Es ist Wahnsinn. Ist das Zimmer gereinigt gewesen? Zimmer ja, aber es lagen Handschuhe von den Notärzten, blutige Handschuhe im Zimmer, die ich selber entsorgen musste. Sie sind, also um es kurz zu machen, total alleingelassen worden? Ich bin alleingelassen worden. Nicht nur an diesem Tag, sondern auch danach. Das auch ist danach, das, was natürlich. Sie sagen wollten, das war das, was wir mit Herrn Ich hatte dann um 4 Uhr, nach, also um 12 Uhr brachten die mich nach Hause, mittags. So. Und um 4 Uhr hatte ich dann meine Tochter vom Kindergarten abgeholt, musste natürlich erstmal schauen, dass keine Reporter mehr da in der Nähe sind. Die haben mich auch da bombardiert an diesem Tag. Die Frage, und da habe ich mich ins Auto gesetzt, bin zum Kindergarten, hat meine Tochter geholt und nach Hause gefahren. Die Frage ist, Herr Schnieders, ist das üblich, dass man sozusagen das Opfer auch gerade in so einem Fall dann so alleine lässt? Ich kann ja nicht für alle meine Kollegen sprechen, werde ich auch nicht tun. Und in der Zeit es ist für uns normalerweise nicht üblich. Also wir hinterlassen nicht einen Tatort in der Art und Weise, absolut nicht. Und wir führen auch Angehörige nach so einer Tat nicht an den Tatort zurück, bevor wir den nicht in einer Form wiederhergestellt haben. Ich habe einen Verdacht, vielleicht können Sie mir da helfen. Kann es sein, dass auch manchmal die Kollegen einfach in solchen Situationen einfach auch überfordert sind? Da liegt vielleicht ein totes schon, Kind, die Mutter hat es getötet. Kann es einfach sein, dass die dann sagen, na dann lieber den Seelsorger und dann wir sind ich habe das ja selber sehr oft auch erlebt. Man muss sich einfach eine professionelle Distanz aneignen. Ja. Die kann natürlich im Einzelfall schon mal weg sein. Ja? Das heißt, wenn ein totes Kind da liegt, ist es immer sehr, sehr schwierig. Für mich war es immer sehr schwierig, diese Distanz zu bewahren. Aber das ändert nichts daran, dass man sich um Angehörige danach noch kümmert. Das kann nicht endlos lange gehen. Dafür gibt es andere Leute, die dafür zuständig sind. Und das vermitteln wir normalerweise auch. Ja. Wir vermitteln an eine Institution, die sich um Angehörige kümmern kann, weil wir das selber auf Dauer nicht leisten können. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war eher froh, ne, dass ich alleine war. Ich wollte Sie ja auch alleine sein. Sie sind, glaube ich, ein sehr eigener Mensch. Und genau. Vielleicht hat man das Ihnen auch angesehen und vielleicht sich gedacht, der kommt damit deshalb, klar. Ja. Frau Glatz-Oczek, eine ganz wichtige Frage müssen wir heute noch klären. Aus all dem, was wir heute gehört haben, hier wäre es möglich gewesen, eine Tat zu verhindern. Hier möglicherweise hätte man deeskalieren, Sie machen ja auch Deeskalation bei familiären Streits, wenn man aber irgendwie gewusst hätte, wenn dieses Ehepaar mal Beratung gesucht hätte. In diesen beiden Fällen gibt es aber Warnzeichen, die sind wahrscheinlich so klein zu spüren. Die grundsätzliche Frage ist, gibt es einen Weg, den man eben gehen kann oder welchen gehen Sie, um eben zu sagen, hier können wir präventiv tätig sein. Zunächst einmal, alle 4 Erlebnisse, die Sie geschildert haben, sind ganz unterschiedlicher Art. So ist es. Und jedes Erlebnis, was geschildert wurde, hat eine andere Tatdynamik im Vorfeld. Also wenn wir Risiken einschätzen wollen, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass auch unterschiedliche Risikofaktoren vorhanden sind. Mhm. Wenn man diese Risikofaktoren kennt und diese eingeschätzt hat, und auch hier ist wieder dieser Netzwerkansatz, von dem ich sprach, sehr wichtig, einschätzt, dann gilt es, A, die kritische Person zu stabilisieren und die gegebenenfalls Betroffenen dann zu schützen. Und ich denke, das ist ein Punkt, an dem wir ansetzen sollen, und zwar, dass professionelle Fachkräfte, wenn sie im Vorfeld schon involviert sind, auch genau hinschauen, müssen sich allerdings mit der Materie auseinandersetzen. Klar. Und dann? Ne? Wobei jedes Tatgeschehen ist noch mal ein anderes. So individuell wie eben auch der Umgang damit, das würde ich Sie fragen. Ja. Also hier, Sie haben gerade gesagt, verzeihen wäre wahrscheinlich zu viel, aber was wäre denn jetzt, wenn Ihre Frau wieder rauskäme?
Ich könnte mir vorstellen, wieder mit ihr zusammen zu leben. Ich möchte diese Frage jetzt nicht hundertprozentig bejahen, weil ja gerade ich gelernt habe, wie schnell sich von heute auf morgen alles ändern kann. Aber vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall. Herr Paulus, Sie haben einen Schritt vor sich. Sie haben gesagt, Sie wollen ja noch mit Ihrem Vater einmal reden tatsächlich. Können Sie sich vorstellen, dass Sie ein Verhältnis wieder zu ihm aufbauen, Vater-Sohn in der Art und Weise? Was glauben Sie? Auch wenn das schwierig ist, wahrscheinlich jetzt zu sagen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde erstmal das erste Gespräch abwarten und dann gucken, was das dann weiterbringt. Was auch er sich da für die Zukunft vorstellt. Frau Dill, die Schwierigkeit im Umgang, dass es jemand ist, der im Ängsten, den Sie quasi in Ihr Leben hineingelassen haben, den Sie vertraut haben, den Sie auch geliebt haben, da dann einen Weg zu finden, sich damit auszusöhnen. Wie machen Sie das? Also da sind natürlich die Therapien unerlässlich, die mich begleiten. Und ich denke, es liegt einfach auch in meinem Naturell, halt vorwärts zu blicken und versuchen halt irgendwie das Leben zu meistern. Genau, Leben geht weiter. Ich hatte schon gesagt, die Erde dreht sich weiter. Es wird jeden Tag hell und dunkel. Es gibt neue Chancen, es gibt einfach also eine Zukunft. Ja, Verhaltensmuster ja. Der Opfer. Man muss sich ja nicht einschließen und umbringen. Verschiedene Verhaltensmuster von den Tätern wie auch von den Opfern. Und ich denke, da ist es halt einfach wichtig, für sich selber den richtigen Weg zu finden. Schafft bestimmt sicher nicht jeder, aber es gibt Wege, ein Leben danach. Ja? Sie jedenfalls, die alle hier sitzen, und deswegen bin ich dankbar, dass Sie alle hier gesessen haben, haben uns gezeigt, dass man nicht nur überlebt, sondern dass man eben auch einen Weg findet, das Leben dann wieder anzunehmen. Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Man könnte noch viele Fragen stellen, auch an Sie, Frau Glatz-Otschek und Herrn Schnieders. Für heute danke ich für die Erkenntnis, die Sie mitgebracht haben. Herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir sind am Ende dieser Sendung. Nächste Woche gibt es wieder eine. Jetzt sind die Kollegen des Nachtmagazins. So drüber nachzudenken oder zu verarbeiten, weil so gesehen hat man dann gar keinen Elternteil mehr. Mhm. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, irgendwann, wenn das die Zeit das irgendwann zulässt, wenn man das weiter gut verarbeitet hat, mal hinzufahren, ihn zu besuchen und dann die Fragen, die zum Beispiel jetzt nicht im Gericht beantwortet hätten werden können, ihm zu stellen. Mhm. Wir gehen einen Schritt weiter. Wenn man schon sagt, dass für die Frauen die Familie oder die Ehe der gefährlichste Ort ist, gibt es sogar noch darin einen gefährlichsten Zeitpunkt, nämlich dann, wenn man sich trennt von einem Mann. Das ist im Kern das, was uns Frau Dill, wie haben Sie diesen Mann kennengelernt? Ja, es war ein wunderschöner Herbsttag. Ich kam soeben zurück aus einer Asienreise und wollte einfach einen gemütlichen Spaziergang am See bei uns in Luzern machen. Die letzten Sonnenstrahlen genießen und setzte mich gemütlich in ein Café am See. Wollte einen Kaffee genießen. Haben Sie auch? Habe ich auch, ja. Und als ich ihn bezahlen wollte, sagte mir dann die Frau, die Serviertochter, ja, der Kaffee sei bezahlt. Meine Eltern, die haben mir gelernt, höflich zu sein. Ja. Das heißt, ich wollte mich natürlich bedanken fürs Kaffee. Und mein zukünftiger Mörder hat mich dann sofort in ein Gespräch verwickelt. Er war charmant, gut aussehend, höflich, gepflegt. Ja, und so haben wir uns dann kennengelernt und hatten dann nette Gespräche. Ich habe ihn kennengelernt. Wie gut haben Sie ihn kennengelernt? Also wenn die gerade so am Anfang einer solchen Beziehung erzählt man sich doch viel über sich. Richtig. Wo komme ich her? Wer sind meine Eltern? Wer war vorher mit mir zusammen? Genau. Oder so etwas? Also am Abend, dann, wo wir uns getrennt hatten, nach diesem Spaziergang, wusste ich, er war Milchtechnologe. Er hatte ein Kind, war geschieden, hatte keinen Kontakt zur Ex-Frau und zum Kind, hat ein normales Leben geführt. Stimmte das denn alles? Nee. Also es stellte sich dann im Nachhinein heraus, dann, dass das halt eben alles gelogen war. Aber das sieht man vermutlich am Anfang eben nicht, wenn man auch dann verliebt ist. Weiß ich nicht, am Anfang ist doch alles also immer... Eben schon von der äußeren Erscheinung her gab es überhaupt gar keine Indizien dafür, dass er mal ein Mörder war oder ein Mörder ist. Dann ist es so, man ist ja in so einer Verliebtheitphase, oder? Man schwebt auf Wolke 7, sieht Elefanten rosarot. Und irgendwann betrachtet man ja dann das Ganze mit einer anderen Brille. Und das hat sich dann wirklich auch so eingestellt, ungefähr nach 3-4 Monaten nach unserer Beziehung. Es gab immer wieder solche Situationen, wo halt auffällig waren. Also für mich nicht normal in einer Beziehung. Inwiefern? Das waren so Kleinigkeiten wie, er stellte mir nach.
Also überwachte sie oder überprüfte sie? Ja, er überprüfte mich, stellte mir nach. Oder da war mal ein Skiwochenende mit meinen Arbeitskolleginnen und er terrorisierte mich die ganze Nacht mit dem Telefon. Weil er nicht wollte, dass sie ohne ihn fahren? Ja, ja, es war schon 2 Wochen vorher ein Thema, ein tagtägliches Thema und da spürte ich schon, es ist für ihn ein Problem. Aber Eifersucht, also hauptsächlich kann man nicht sagen, gut, das ist jetzt ein Mann, der ist halt sehr eifersüchtig? Doch, doch, also es hat schon was mit Eifersucht zu tun. Daneben gab es dann immer wieder solche Kleinigkeiten. Wenn ich mal mit einer Freundin was essen ging, dann hat er mich auch mit dem Telefon terrorisiert den ganzen Abend. Wie hat er denn reagiert, wenn man gesagt hat, du lass das, ich mag das nicht? Ja, wir haben darüber diskutiert. Er hat es auch eingesehen, aber das hielt eben dann nicht lange an. Dann kam dann wieder der Rückfall, oder? Und ja, es gab dann immer wieder solche kleine Zwischenfälle. Im Ergebnis so, dass Sie sich irgendwann gedacht haben, das ist eigentlich nicht der Mann, mit dem ich zusammenbleiben möchte? Ja, also wer wünscht sich das schon, wenn man so kontrolliert wird und man spürt, dass irgendetwas eben, dass dieses Bauchgefühl, wo einem dann vermittelt, da stimmt irgendetwas nicht. Aber er war nicht aggressiv zu Ihnen? Nee, absolut nicht. Also dieser Bereich Gewalt innerhalb der eigenen vier Wände überhaupt nicht? Nee, er war ja eigentlich von der Person her ein Mann, den man sich als Frau wünschen würde. Also zärtlich, einfühlsam, Nur halt eben auf der Seite komplett anders. Ja, das wurde ja dann nachher in einem forensischen Gutachten dann... Sie ist aber ja trotzdem schon so eine Art Stalking. Ne? Stalking, ja. Also wir kommen dann später noch zu diesem Thema. Aber die Frage, also wenn man sagt, das ist nicht so der Mann, den ich mir vorstelle, der erste Trennungsgedanke, wann kam denn der? Gab es da einen Auslöser dafür? Ja, also eben, da war ja immer wieder diese Eskalationen, die sich dann häuften. Und der Zeitraum war dann auch immer kürzer. Und ausschlaggebend war dann im August, als ich bei einer Freundin in Zürich war. Und am anderen Tag ich mein Auto vorfahren, total demoliert. Aber Sie wissen nicht, dass er es oder ob er also es gewesen ist? Mein Bauchgefühl signalisierte mir sofort, dass er es war. Und ich hatte dann auch eine Anzeige gemacht bei der Zürcher Kantonspolizei gegen Unbekannt. Aber ich hatte dem Polizisten mitgeteilt, dass ich befürchte, dass es mein Partner sei. Wie hat der Polizist oder wie hat die Polizei reagiert in dem Moment? Ja, also der Polizist hat dann gesagt, er werde das auch weiterleiten. Und zwar muss ich da noch ein bisschen vorgreifen. Ich hatte ja zuvor noch Kontakt mit dem Polizeiposten. Das heißt, aufgrund dessen, weil ich ja eben die Beziehung beenden wollte, habe ich mich mit dem Hausarzt in Verbindung gesetzt. Der machte eine Therapie, dieser Mann. Das hat er Ihnen erzählt und Sie wussten, dieser Arzt ist eben derjenige, der ihn betreut. Wieso setzt man sich denn mit dem Arzt in Verbindung, wenn man sich von einem Mann trennen möchte? Also es ist ja so, ich war ja damals 38 Jahre alt, da muss man nicht sagen, wie man eine Beziehung beenden müsste, das weiß man. Aber da kam eben dieses Bauchgefühl hoch und es signalisiert. Bei dem Badezimmer und dann ist meine Mutter aus der Dusche gekommen, hätte dann wohl wieder rumgenörgelt, wie mein Vater das wohl so gesagt hat. Und dann hat meine Mutter ihm so von hinten leichten Schubs gegeben, weil er nicht reagiert hat. Und dann hat er sich umgedreht, hat dann zurückgeschubst. Und dann ist sie mit dem Kopf gegen die Badewannekante geknallt und hatte dann eine Platzwunde hinten, hat dann gesehen, dass sie geblutet hat und ist dann auf meinen Vater los und hat dann an den Arm geschüttelt. Was soll das? Und hätte dann wieder weiter rumgeschrien und dann hat mein Vater die Arme runtergerissen und hat dann zugedrückt und dann sind die beide zu Boden gefallen. Und er hat sie dabei erwürgt? Das ist die Todesursache dann tatsächlich, dass er sie... Also ist es eine Mischung eben aus... Was ist das dann? Es ist ja dann kein Mord tatsächlich in diesem Fall, sondern ein Totschlag. Ja, juristisch könnte das dann so definiert sein. Ich finde es immer sehr spannend, was ist denn im Vorfeld passiert. Denn auf seine Idee, so eine Tat zu begehen, kommt man in der Regel nicht von jetzt auf gleich. Ja. Also es gibt bestimmte Dynamiken tatsächlich, da entlädt sich die Aggression, die Gewalt fast eruptiv. Da würden wir von einer Katatymendynamik sprechen. Allerdings sehen wir häufiger, dass konkrete Vorzeichen da gewesen sind. Bestimmte Straftaten, bestimmte Ideen. Beziehungsweise der Täter muss sich ja irgendwie mit diesem Delikt als Option auseinandergesetzt haben. Denn die Frau, die verletzt am Boden liegt, dann auch noch einmal zu erwürgen, das ist etwas, zu dem sind die allermeisten Menschen nicht bereit.
Das ist die Liebe, die vorher da war, die dann umschlägt auch. Spielt das eine Rolle bei diesen Beziehungstaten tatsächlich, dass man da einen größeren Hass entwickelt, wenn man hasst? Oder stärkere Verletzungen erleben kann. Also für unsere Familie, das sind die Personen, die uns am nächsten sind, nicht wahr? Über diese definieren wir uns, unser Selbstwertgefühl wird durch uns nahestehende Personen bestimmt, wie diese uns sehen und so weiter. Und wenn wenig Alternativen vorhanden sind, beziehungsweise die Wertschätzung unseres Partners das Wichtigste ist, was wir brauchen, um uns selbst zu stabilisieren, kann es eine sehr tiefe Wunde reißen, wenn plötzlich Kritik, Streit oder vielleicht eine Trennungsabsicht im Raum stehen. Herr Schnides, wie häufig kommt Ihnen das unter, dass ein Täter zwar lügt, aber dann eben fortgesetzt und dann so dann auch vor einer großen Öffentlichkeit das so lange durchhält? Habe ich häufiger erlebt. Für mich ist das so ein absoluter Verdrängungsmechanismus, den die Leute entwickeln. Die begehen eine Tat und sind auch in der Lage, die Tat zu bagatellisieren und wirklich zu verdrängen. Man führt dann danach ein wirklich ganz normales Leben. Ob das im Inneren immer so aussieht, ist eine ganz andere Frage. Aber nach außen sind diese Leute in der Lage, ein ganz normales Leben zu führen. Ich habe das dienstlich häufiger erlebt, dass auch ein junger Mann mal seine Nachbarin getötet hat und die Tochter der Nachbarin. Und danach, heute zum Beispiel, nach Verbüßen seiner Strafe, ein völlig normales Leben führt. Und wenn man ihn anspricht und sagt, rede mit mir mal über deine früheren Taten, dann sagt er, nee, für mich ist das erledigt, ich habe das weggepackt und ich möchte davon nichts mehr hören. Die Polizei ist ja eigentlich dann aufgerufen, tatsächlich in solchen Fällen genauer hinzugucken. Wir haben um eine Stellungnahme hier auch gebeten der Kollegen, die sagen, naja gut, im Mai 2010 kommt eben ein Ehemann auf die Wache, sagt, die Frau ist verschwunden. Wir haben keine Vermisstenanzeige aufgenommen, weil das plausibel war, was er erklärte. Februar 2011. Der Mann kommt wieder, diesmal in Begleitung mit Angehörigen, auf eine andere Polizeiwache. Auch zu diesem Zeitpunkt gilt es eben für die eingesetzten Beamten kein Hinweis auf eine Gefährdung, keine Fahndung. Erst im Dezember 2012 kommt eine Medienanfrage. Entschuldigen Sie, wenn man da so ein bisschen innerlich denkt, na ja klar, in dem Moment, wo die Medien kommen, werden die offensichtlich wach. Daraufhin tatsächlich Vermisstenanzeige aufgenommen und angefangen mit Fahndungsmaßnahmen. Man stellt dann auch fest, das kommt dann später allerdings, dass es einfach keine Kontenbewegung gab. Es gab das Handy der Dame war noch dann zu Hause geblieben. Es gab überhaupt gar keine Anmeldung in einer anderen Stadt. Also lauter Dinge, die man natürlich auch viel früher hätte feststellen können. Die Kollegen schreiben dann am Ende, ja nach dem Wissensstand von heute wäre es gut gewesen, an einem früheren Zeitpunkt die vermissten Sachbearbeitung aufzunehmen. Das ist aber doch ein ganz klarer Fehler in diesem Fall. Klar, kann ich nachvollziehen. Die Kritik ist absolut berechtigt. Es ist immer schwierig, wenn erwachsene Menschen verschwinden. Ja? Ein erwachsener Mensch, der, sag ich mal, keinerlei Krankheiten unterliegt, der nicht debil ist, der kann sein Leben selber bestimmen. Die Mutter konnte das auch, theoretisch. Ja? Das heißt, ich kann im Prinzip als Erwachsener machen, was ich will. Wenn dann ein Angehöriger zur Polizei geht und sagt, meine Mutter ist weg oder mein Vater oder mein Bruder ist weg, dann gibt es natürlich erstmal die Frage, wie alt und gibt es Anzeichen dafür, dass er sich selber vielleicht umgebracht hat oder aber von einem Fremden umgebracht worden ist. Gibt es die nicht, wird es schwierig. Die Polizei wartet zunächst erstmal etwas zu und sagt, die meisten vermissten Fälle, fast zu 90% oder 95% erledigen sich innerhalb der ersten 3 Tage. Ja. Da sind die Leute wieder zurück. Ja. Ist das nicht der Fall? Dann denke ich mal, hat man hier sicherlich gewisse Dinge nicht gemacht. Im zweiten Anlauf nach einem Jahr hätte dann erst recht. So, da gibt es bestimmte Mechanismen. Im dritten Jahr kommen dann die Medien, die bei der Polizei ablaufen. Das heißt also, es gibt bestimmte Dinge, die man überprüfen muss. Ja. Dazu gehört zum Beispiel, haben Sie eben gesagt, die Kontobewegung. Keine Kontobewegung. Das Handy ist irgendwo eingeloggt oder auch nicht. Man kann es heute orten. Es war zu Hause geblieben. Es sind Dinge, die man also klären kann. Und das hat man offensichtlich nicht getan. Und das ist sicherlich kritikwürdig. Absolut. 8 Jahre ist die Strafe, die verhängt worden ist. Finden Sie das angemessen? Nein, finde ich nicht angemessen. Da kann man natürlich lange darüber diskutieren. Wir müssen mit der Justiz, die wir haben, leben, leider. Ja. Ich finde es nicht angemessen. Man kann darüber diskutieren, wie wertet man das juristisch? Ist das jetzt ein Mord oder ist das ein Totschlag? Auch in dem Fall, den ich eben geschildert habe, wo der junge Mann die beiden Frauen getötet hat, war eine Strafe von 12 Jahren ausgesprochen worden, die nach 8 Jahren verbüßt war. Das ist für mich nicht real. Tut mir leid. Und trotzdem, Herr Paulus, ist das ja Ihr Vater. 8 Jahre Strafe. Ich werde Sie nicht fragen, wie angemessen Sie das finden, aber was mich wirklich bewegt, ist die Frage, wie findet man sein Verhältnis wieder? Das ist einerseits der Vater und andererseits eben doch auch derjenige, der die Mutter getötet hat. Ich stelle mir das fast unmöglich vor. Ist auch möglich, ist auch schwer. Jetzt. Mir einfach
stopp, da musst du aufpassen. Da stimmt irgendetwas nicht. Ja, ich müsste Begleitung haben. Mhm. Und so kam ich dann auf die Idee, ich könnte den Hausarzt informieren, weil ich den auch persönlich kannte. Mhm. Der Hausarzt reagierte eigentlich richtig. Also er hat die Polizei informiert. Die Polizei hat sich dann mit mir in Verbindung gesetzt, telefoniert auch. Und obwohl der Polizist ja wusste, dass er da einen bekannten Mörder hat, er hat einen Täter, der ja immer wieder strafauffällig wurde. Er war sogar auch in Untersuchungshaft, bevor wir uns kennenlernten, hat er mir einfach am Schluss vom Telefonat mitgeteilt, wenn ich mich trennen möchte, also ich solle mich trennen, ja. Und wenn es dann aber zur Eskalation komme, sollte ich mich beim Notruf melden. So weit ist er gegangen, er hat aber nicht gesagt, warum es zur Eskalation kommen könnte. Nein. Der Therapeut hat es auch nicht gesagt, er kannte diesen Patienten ja auch sehr lange. Der Arzt, das war sein Arzt, der hat das natürlich abgeschoben, indem er natürlich die Polizei involviert hatte. Das war ganz Geschichte. Richtig. Und die Polizei, der Polizist hätte ja eigentlich auch die Möglichkeit gehabt und er hätte können und dürfen und von mir aus müssen, sich dem Amtsgeheimnis entbinden lassen und mich aufklären müssen. Wir kommen gleich dazu, Herr Schnieders. Ich sehe schon, dass Sie den Kopf wägen. Aber wir müssen, um zu begreifen, was diese Nichtinformationen für Folgen hatten, an den Tag eben gehen, den wir jetzt nur ganz kurz angerissen haben. Er dringt in Ihre Wohnung ein. Er versucht, Sie erst einmal gemeinsam mit sich selber zu vergasen im Auto in der Garage. Es gibt einen Missbrauch, eine Vergewaltigung und dann versucht er, sie einfach zu erschießen mit einer Armbrust aus nächster Nähe. Ja. Und trifft sie auch. Mhm. Wie oft? Also es waren insgesamt 3 Schüsse. Er stand ungefähr 1,5 Meter von mir entfernt. Und ich hörte einfach dieses Klicken. Und dann man spürt, dass man getroffen ist, aber im Moment kann man es nicht lokalisieren. Mhm. Und ich habe dann so an mir runtergeschaut und habe dann den Pfeil stecken gesehen. Und dann bin ich zu Boden gegangen, wurde bewusstlos. Er hat dann diesen Pfeil aus dem Körper gerissen und ein zweites Mal eingelegt, ein zweites Mal geschossen und ein zweites Mal aus dem Körper gerissen und ein drittes Mal geschossen. Er hatte nur diesen einen Pfeil und beim dritten Schuss bohrte sich dann der Pfeil komplett in die Leber rein. Also ich hatte beide Lungen angeschossen gehabt und das Herz touchiert, das hatte eine Blutung im Herzbeutel und daneben die Leber auch noch angeschossen. Er hat sie in einen Kofferraum geworfen. Er ist stundenlang mit ihnen rumgefahren. Etwas, was ohnehin für mich unvorstellbar ist, wie man dieses überlebt. Sie sind dann wieder zusammen in der Wohnung. Ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass man es überlebt. Also, Sie haben ein Buch geschrieben und da steht auch, wie ich ermordet wurde. So kam es Ihnen dann wahrscheinlich vor. Also der Titel ist schon Leben, wie ich ermordet wurde. Es beschreibt eigentlich jene Nacht, die schlimmsten Stunden meines Lebens. Ja, ich wurde einerseits ermordet, weil ich nachher wieder alles erlernen musste. Also selbst das mit dem Atmen beginnend, das Laufen etc., Vertrauen finden und leben, weil ich in jener Nacht irgendwann so eine Schwelle übertreten habe und ich wusste einfach, es gab so einen Antrieb, einen innerlichen Antrieb und ich wusste, ich bin zu jung, um zu sterben, ich will leben. Und dann hatte ich auch eine sportliche Konstellation vom Körper her und das haben mir dann auch die Ärzte nachher dann bestätigt, dass Marathon ich richtig, ja, weil ich sehr intensiv Inlineskating gemacht habe, also Marathon. Und das hat mich dann eben zum Überleben gebracht. Die Situation haben Sie gelöst, indem Sie ihn irgendwann mal in dieser Wahnnacht dazu gebracht haben, seinen Arzt anzurufen. Ja, es gab dann den Moment, also das heißt, er hat vorher sich ein paar Tabletten reingeworfen und er war dann total confused, also benebelt. Ich spürte das an den Schritten, er tigerte da vor dem Zimmer hin und her und kam dann irgendwann so schleppend ans Zimmer, also ans Bett. Und da wusste ich, da war der Moment, wo er gebrochen war. Und ich nützte dann diese Situation und sagte einfach, ruf deinen Therapeuten an, der kann uns helfen. Und das tat er dann auch. Und dieser Therapeut kam dann vor Ort, er wollte zwar die Polizei alarmieren, hat das aber nicht getan, kam vor Ort und orientierte sich anhand von den Blutspuren und fand mich dann schwer verletzt im Zimmer vor und hat erst dann die Polizei alarmiert.
Er hätte Ihnen noch weitere 40 Minuten erspart, wenn er einfach Ihren, Sie haben ja auch mit ihm gesprochen, ihm gesagt, ich bin schwer verletzt, er hätte sofort Hilfe rufen können, hat er nicht getan, wollte erst schauen, was los ist. Ja. Dieser Mann hat sich seiner Bestrafung entzogen, indem er eben in Untersuchungshaft sich seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Ist Ihnen da ein Moment entgangen, wo Sie, den Sie gebraucht hätten, wo er verurteilt wird? Oder ist das für Sie besser so? Also es ist so, dass ich heute natürlich mit einer anderen Angst lebe, als wenn ich wüsste, ja, er kommt wieder raus, weil irgendwann ist der Zeitpunkt, oder? Er kommt wieder raus. Ja. Und ich denke, ich lebe heute ein bisschen ruhiger mit dem Wissen, dass er tot ist. Mhm. Ja. Sie haben eine Familie, einen Mann, ein kleines Kind. Können Sie das alles hinter sich stecken oder ist dieser Tag, diese Nacht so noch präsent? Also sie ist tagtäglich präsent. Einerseits natürlich die körperlichen Beschwerden, die ich habe. Und nicht zu vergessen natürlich die psychischen Beschwerden, weil ich bin heute beeinträchtigt, also von der Arbeit her, von der Leitung. Gesagt, nämlich er hatte beschrieben, wie diese Männer ausgesehen haben, die angeblich eben mit ihrer Mutter noch mal da gewesen sind. Warum hat sie das stutzig gemacht? Mein Vater konnte uns nie richtig beschreiben, wie die Männer ausgesehen haben. Er hat immer gesagt, er weiß es nicht mehr genau, er kann sich nicht mehr daran erinnern. Und dann, wenn man die Sendung sieht und dann hört man vom Kripo-Beamten, der Mann beschreibt die Männer wie folgt, dann ist das merkwürdig. Ja, das heißt also, er hat da mehr gesagt, als er Ihnen gesagt hat und dann haben Sie gedacht, irgendwie kann nicht stimmen? Irgendwas kann nicht stimmen. Haben Sie in dieser ganzen Zeit, es sind ja dann doch ein paar Jahre, irgendwann mal einen Verdacht gehabt, dass der Ihren Vater betraf? Den Verdacht hatte ich. Ich bin nach meinem Auszug bin ich nach Köln. Und habe dann da neue Arbeit gesucht und habe dann eine Frau kennengelernt und habe mit ihr darüber geredet, dass da irgendwas nicht stimmen kann, weil meine Mutter immer zu uns Kindern immer sehr zugezogen war. Und dann ist sie dann, habe ich dann gesagt, dass ich den Verdacht hätte, mein Vater hätte sie im Garten verbuddelt, dass da irgendwas nicht stimmt. Haben Sie das nur so dahin gesagt? Ich meine, weil das ist ja als Verdacht schon hart, nein? Ja, das ist so eine Mischung aus Wut auf meinen Vater gewesen, weil er mich rausgeschmissen hat. Und für mich gab es da keinen richtigen Grund. Und dann ist meine Ex-Freundin dann dahin gefahren. Dann ist aber gab es einen Hintergrund für diese, also mein Vater hat die verbuddelt im Garten? Eigentlich nicht, das war so, also jetzt erstmal so dahergesagt, so ein Verdacht, weil meine Mutter war immer von uns da. Also habe ich mir niemals denken können, warum ist sie jetzt auf einmal weg. Und dann ist meine Ex-Freundin dann mit meiner Schwester zusammen zu meinem Vater gefahren und dann haben sie darüber geredet und dann meint sie, hör mal, dein Sohn sagt, du hast sie im Garten verbuddelt. Sie ist zu ihrem Vater hingegangen und hat gesagt, wie hat er darauf reagiert? Wo sie da war, erstmal geschockt, ne? So die Freundin von meinem Sohn und was ist denn jetzt? Und dann hat sie ihn darauf angesprochen und seine Antwort war nur, er hat eine blühende Fantasie. Das hat sie dann auch so hingenommen, kam wieder zu ihm zurück und sagte, ist nichts dran? Ja, sie hat dann gesagt, ich würde spinnen und da mein Vater gesagt hat, ich habe eine blühende Fantasie, hat sie das dann auch noch geglaubt. Irgendwann mal ist es aber dann doch so weit, dass nach 5 Jahren die Polizei mit dem Bagger und mit Spürhunden im Garten steht. Was ist passiert, dass dann doch dieser Schritt kam? Wissen Sie das? Der Auslöser war meine Schwester. Weil sie hat dann meinen Vater darauf angesprochen, hat gesagt, Papa, ich kann dir nicht mehr glauben, du lügst mich an, du sagst der Kripo, wie die Männer aussehen und mein Bruder konnte es nicht sagen. Und dann ist sie dann zu ihrer Freundin, der Vater ist Polizist, und war dann da Tränen aufgelöst dort, hat das ihm erzählt und er ist dann zu den Kripo-Beamten hin und daraufhin haben sie dann Durchsuchungen durchgeführt. Die sind da hingegangen und gesagt, wir graben jetzt ihren ganzen Garten. Und daraufhin hat ihr Vater dann gesagt, was passiert ist. Was haben Sie dann erfahren über diesen Tag, an dem Ihre Mutter verschwunden ist? Was ist passiert? Wie meinen Sie das? Wie ist das, was ist wirklich passiert? Also, statt die Polizei das, da ja. Also die sind da aufmarschiert mit den 2 Suchhunden, dem Bagger, und haben meinen Vater von der Arbeit abgeholt. Und haben die auf den Vater eingeredet, dass er doch bitte jetzt sagen solle, was los ist. Und nach 10 Minuten, nachdem die Kripo dann angefangen hat, das Haus zu durchsuchen, ist er dann mit dem Kripo-Beamten wortlos in den Keller und hat dann auf das Weinregal gezeigt, wo meine Mutter liegt. Das haben wir ja gesehen. Dann wird er tatsächlich abgeführt. Er kommt in Haft, in Untersuchungshaft erst einmal. Sie hatten zu der Zeit ja wenig Kontakt mit ihm. Er hat Ihnen einen Brief geschrieben aus dieser Haft. Ja. Was steht da drin oder was stand da drin? Dass es ihm leid tut, was er mir und meiner Schwester damit angetan hat. Und dass er sehr erleichtert war, wo das rausgekommen ist, weil er nicht mehr mit dieser Last leben wollte. Er war erleichtert, schreibt er. Ja. Wie ging es Ihnen, als Sie den Brief gelesen haben? Ich war erst mal schockiert. Man macht den Briefkasten auf und dann sieht man vorne auf dem Brief JVA Ossendorf. Und dann ist man geschockt erst mal. Kein Kontakt und dann kommt auch auf einmal ein Brief. Haben Sie denn das übereinander gebracht, so das, was Ihr Vater getan hat und der Mann, den Sie kannten als Ihr Vater? Ja, nicht. Ich war geschockt, weil ich nicht wusste, wer dieser Mann dann wirklich ist. Was man alles erfährt, dass er schon mal vorbestraft war, was man als Kind niemals erfahren hätte. Das heißt, das Bild, das Sie von Ihrem Vater hatten, hat sich komplett geändert? Ja, um 180 Grad. Haben Sie denn auf diesen Brief jetzt geantwortet? Nein. Noch nicht?
Der Richter hat, glaube ich, in der Verhandlung eine Frage gestellt an Sie und Ihre Schwester, ob das jetzt besser so ist, dass Sie wissen, was passiert ist, oder ob Sie lieber im Ungewissen geblieben wären. Wie war Ihre Antwort? Lieber das Gewissen, was wirklich passiert ist. Also lieber die Gewissheit als das Ungewissen. Frau Glatz-Oczek, das ist ein Mann, der eben doch ein sehr lang gut funktionierendes Lügengebäude aufgebaut hat. Er hat seine eigenen Kinder davon überzeugt, er hat aber auch eben die Polizei davon überzeugt. Wofür spricht das? Ist das eine bestimmte Art von Kaltblütigkeit oder ist das Verzweiflung? Es könnte beides sein. Mhm. Also Fälle wie jener, den Sie erzählt haben, wie der Ihres Vaters, das sehen wir immer wieder, dass Frauen verschwinden, Partnerinnen verschwinden aus dem heiteren Himmel heraus. Keiner kann sich das erklären. Möglicherweise wird darum auch wirklich ein sehr gelungenes Lügengebäude gebaut, das auch gar keinen Verdacht erlaubt. Da würde etwas nicht stimmen. Sehr spannend finde ich allerdings das, was Sie berichtet haben, dass Sie und Ihre Schwester auch ein intuitives Gefühl hatten, Mensch, da stimmt etwas nicht. Mhm. Und das ist etwas, was wir in diesen Fällen immer wieder sehen, dass Angehörige sagen, so kann das aber nicht sein. Allerdings fehlt der Beleg. Wenn es mein Vater wäre, dann würde ich ja auch Angst haben vor einer Wahrheit, die ein Bauchgefühl ist. Das ist ja nicht so, wie man sucht einen fremden Täter, sondern wenn es die eigene Familie betrifft, will man da ja vielleicht auch gar nicht so nah dran. Ja, und deswegen ist auch dieses intuitive Empfinden so bedeutend, weil normalerweise hat man das Gefühl bei seinen nahestehenden Personen nicht. Mhm. Wie gesagt, es gibt verschiedene Dynamiken, die wir bei solchen Tötungsdelikten sehen. Und eine davon ist die, dass tatsächlich nach der Tat die Täter scheinbar unauffällig sind, scheinbar vielleicht auch gleichgültig sind und sich sehr schnell ein neues Leben aufbauen können und so scheint es den Anschein zu haben, gar nicht betroffen sind von dem, was widerfahren ist. Aber er hat sie ja getötet. Was haben Sie denn aus der Verhandlung dann erfahren, was an diesem Morgen passiert ist? War das ein Streit, war das ein Affekt? Was ist genau vorgefallen zwischen Ihrem Vater und Ihrer Mutter? Also es war morgens wohl ein Streit. Die waren wohl bei Verurteilung. Wie lebt man weiter, wenn es die Familie ist, die eigene, die von einer solchen Katastrophe betroffen ist? Das frage ich heute Abend unter anderem Sebastian Paulus. Er ist der Sohn des Täters und damit aber auch der Sohn des Opfers. Mord in der Familie, wie kommen solche Taten zustande? Kann man sie irgendwie verhindern? Vor allem, wie lebt man aber danach weiter? Das ist heute unser Thema. Meine Gäste sind danach noch Nicole Dill, ihr Lebensgefährte, versuchte sie umzubringen. Erst danach erfuhr sie, er hatte schon einmal eine Frau getötet. Christine Kibier, ihr Schwiegersohn, tötete ihre Tochter, beide Enkelkinder und dann sich selbst. Christian Renner, im Wahn brachte seine Frau den gemeinsamen 8-jährigen Sohn um. Experten heute sind Justine Glatz-Oczek, Kriminalpsychologin. Sie hat sich auf Fälle der schweren Gewalt in der Familie spezialisiert. Und Peter Schnieders ist bei uns, ehemals Leiter der Mordkommission hier im Bonner Raum. Die meisten Tötungsdelikte, das wissen die Experten, passieren tatsächlich in der Familie, in Beziehungen. Aber dass ein Täter danach so kaltblütig lügt und das vor einer großen Öffentlichkeit, das hat doch viele überrascht. Der Mann, den Sie gleich sehen werden, hat, das weiß man jetzt, seine Frau getötet. Das aber ist die Geschichte, die er dazu im Fernsehen erzählt. Mal weg. Herr Paulus, Sie waren 18 Jahre alt, wohnten noch zu Hause, als dieses passierte. Wann haben Sie Ihre Mutter das letzte Mal gesehen und wie war sie da drauf? Am 13. Februar abends, wo ich zu Bett gegangen bin. Aber da war sie ganz normal drauf. Also irgendwie, haben Sie einen Streit gehört der Eltern? Etwas, eine laute Auseinandersetzung? Überhaupt nichts. Wie haben Sie denn erfahren, dass sie verschwunden ist? Ich war in der Schule und hat mein Vater mich angerufen und hat dann gesagt, ruf deine Schwester an, wir müssen uns bei McDonald's treffen. Mhm. Ich muss euch was sagen. Und dann sind wir zu McDonald's hin und hat da gesagt, ich habe mich mit eurer Mutter gestritten und sie wäre einfach abgehauen. Sie ist einfach abgehauen. Passte das zu Ihrer Mutter, so wie Sie sie kannten? Eigentlich nicht. Sie war für uns Kinder immer da. Also sie hätte uns jetzt nicht einfach so im Stich gelassen. Wir haben auch da noch gedacht, dass sie dann irgendwann wiederkommt. Oder sie kommt zur Schule, erklärt uns irgendwas oder ruft uns an, aber es kam gar nichts. Sie haben sie nie wieder gesehen? Nein. Aber Ihr Vater sagt, er hätte sie noch mal gesehen? Ja. Wie das? Also sie wäre wohl, nach 2-3 Tagen wäre sie wohl wieder aufgetaucht zu Hause mit 2 Männern, die ihr geholfen hätten, mit den restlichen Sachen zu packen. Und wäre dann mit einem weißen Lieferwagen einfach wieder abgehauen. Die Mutter, die einfach so geht, ohne sich auch von den Kindern zu verabschieden, haben Sie dieses sofort glauben können, wenn es der Vater sagt? Oder mussten Sie das glauben? Erstmal habe ich sie geglaubt, erstmal. Weil warum sollte man seinem Vater nicht glauben? War immer glaubwürdig, also glaubt man dem Vater. Das heißt aber, Sie müssen doch über diese Mutter dann in diesem Moment gedacht haben, warum macht sie das? Warum tut sie mir das an?
Was war Ihre... Klar, erstmal denkt man, ja, warum lässt die Mutter jetzt einen Stich? Erst war sie die ganze Zeit da und auf einmal ist dann so eine Art Vertrauensbruch. So, eine Bezugsperson ist weniger. Weil sie war ja auch immer da, weil mein Vater musste ja immer oft arbeiten, Gastronomie. Mhm. Hatten wir eher was mit der Mutter zu tun und als er mit dem Vater. Also war es eine Enttäuschung eher als eine Angst, die Sie hatten um die Mutter in dem Moment? Erst Enttäuschung, Angst eigentlich nicht. Mhm. Gar keine Angst. Wenn die sich dann gar nicht meldet an Geburtstagen, an Weihnachten, es vergeht dann ein Jahr, wann kommt so das Gefühl, das kann so nicht sein, das kann nicht stimmen? So nach dem ersten Weihnachten, wenn man dann nur mit dem Vater da sitzt und man denkt, ja, da fehlt noch eine Person oder an den Geburtstagen bei mir und bei meiner Schwester, wenn dann die Mutter nicht anruft, dann denkt man ja, die Mutter hat uns Kinder dann vergessen. Wie war denn Ihr Vater in dieser Zeit dann drauf? War der denn auch wütend, war der enttäuscht oder wie hat er das genommen? Mein Vater war nicht ganz normal, also man hat dem niemals was angemerkt, dass da irgendwas sein könnte. Also er war gelassen? Gelassen, ruhig, wie sonst auch immer. Hat dann irgendwann mal auch, glaube ich, eine neue Freundin gefunden? Ja, das waren 3 Monate später danach, hatte er seine erste Freundin. Sehr schnell. Wie lange waren die Eltern verheiratet vorher? 20 Jahre. 20 Jahre? Wie würden Sie die Beziehung beschreiben zwischen Ihren Eltern? So, was man so mitbekommt eben als... Nett, liebevoll, eigentlich ganz normal. Klar gibt es da mal in der Ehe Streitigkeiten oder sonstiges, aber das gehört dazu. Gab es Geldsorgen? Gab es irgendwelche Themen, über die die Eltern gestritten haben, richtig? Vor uns Kinder nicht, das haben wir erst nach und nach rausgekriegt, was überhaupt wirklich alles abgelaufen ist. Und was ist alles abgelaufen? Geldsorgen, dann immer dieser ganze Streit. Und, aber ich denke mal, unsere Eltern wollten uns schützen, sodass die Kinder nichts mitkriegen. So eine heile Welt vorspielen. Sie, das sind Sie und Ihre Schwester. Die Schwester ist jünger. Hat die das auch so leicht weggesteckt, dass die Mutter dann irgendwie weg ist wie der Vater? Na, sie hat etwas mehr mitgenommen. Weil meine Mutter war immer mit meiner Schwester unterwegs und einkaufen und dies und das, was halt die Mutter mit ihrer Tochter macht. Sie ist auch die treibende Kraft gewesen, tatsächlich einer Suche. Die haben nicht locker gelassen. Also Sie, glaube ich, und die Tanten haben immer wieder dann darauf insistiert. Der Vater aber hat doch gesagt, er hätte eine Vermisstenanzeige aufgeben wollen bei der Polizei. Er hat sogar eine aufgegeben, ist zur Polizei hingefahren, aber die Polizei hat gesagt, die Frau wäre alt genug und sie könnte entscheiden, wo sie hingehen möchte. Hat keine Vermisstenanzeige aufgenommen? Beim ersten Mal nicht dann? Beim zweiten Mal dann, wo dann auch die Tanten mit dabei waren bei der Polizei, haben die dann was gemacht? Es wurde danach auch nichts aufgenommen. Es wurde erst was aufgenommen, wo RTL jedes Mal hingefahren ist. Haben Sie mit Ihrem Vater dann, Sie haben ja auch einen Bruch gehabt, sind ausgezogen, war das ein richtiger Streit? Gibt es einen Anlass dafür? Ich musste gehen. Also ich habe früher in den jungen Jahren, was man da so macht, viel feiern, Partys mit den Freunden. Und dann haben wir von diesem Weinregal haben wir Wein genommen. Und 2 Wochen später kam ich dann nach Hause und dann hat meine Taschen gepackt. Und dann musste ich auch sofort das Haus verlassen. Mhm. Also das heißt, Ihr Vater hat Sie eigentlich rausgeschmissen dann? Ja. Der Kontakt war danach nicht mehr so eng. Wie haben Sie denn das Weitere verfolgt, also die Suche, die dann auch angelaufen war? Wir waren einmal bei meiner Schwester zu Hause, wo sie neu geheiratet hatte. Und da war dann die Julia Leischik da, diese Vermisstsendung. Mhm. Aber die haben nichts gefunden und dann wurde das auch erstmal wieder eingestellt. Mhm. Und dann wurde das dann zu RTL Punkt 12 und den ganzen Nachrichten senden, dass dann halt meine Mutter gesucht wird. Bei Aktenzeichen XY war dann das auch ein Fall. Da wurde dann schon gesagt, die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Und Ihr Vater hatte da auch etwas ausgearbeitet.